Wir haben zwar noch nicht das akademische Viertel eingehalten, aber ich denke, wir fangen einfach mal an. Mein Name ist Britta Grell. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu dieser Veranstaltung heute Nachmittag. Recht auf Stadt, Städte der Zukunft. Ich möchte ganz schnell, bevor sich Leute nachher ärgern, dass sie hier sitzen, sagen, diese Veranstaltung wird sich um Kampagnen, soziale Auseinandersetzungen, es wird um Kämpfe, Recht auf Stadt gehen. Sie wird sich aber nur bedingt mit Fragen also der Städte der Zukunft beschäftigen. Wenn wir natürlich nachher darüber diskutieren, wie wir uns organisieren können, wie wir dafür sorgen können, dass einkommensschwache Bewohnerinnen in den Innenstädten hier bleiben können, geht es natürlich auch um Zukunftsfragen. Aber alle, die jetzt eine Debatte erwarten über Stadtentwicklung im allgemeineren Sinne, ja, was steht an in den nächsten Jahren, wie stellen wir uns Stadt irgendwie in 20 Jahren vor, werden vielleicht etwas enttäuscht sein, weil wir wollen tatsächlich den Schwerpunkt in dieser Veranstaltung auf die Frage, wie können wir als Linke aus den Bewegungen, als Wissenschaftlerinnen, aus der Partei, wie können wir zusammen neue Bündnisse schaffen, wie können wir neue Bewegungen, soziale, städtische Bewegungen stärken, gegen uns gegenseitig stärken. Das soll der Schwerpunkt dieser Debatte sein. Etwas schade ist, dass halt parallel auch jetzt zu dieser Veranstaltung eine Veranstaltung stattfindet vom Miethäuser-Syndikat. Es geht in einer anderen Veranstaltung um Organizing. Alles Fragen, die hier ja eigentlich auch eine Rolle spielen bei uns. Es geht um Fragen in einer anderen Veranstaltung um den öffentlichen Nahverkehr, um die Frage der Mobilität, alles Fragen, die wichtig sind für Recht auf Stadt. Wir werden hier, das ist jetzt auch meine zweite Einschränkung, nur bestimmte Aspekte dieses ganzen Themenfeldes bearbeiten und ansprechen können. Und ich würde auch gerne noch mich nicht entschuldigen, aber trotzdem nochmal uns, auch die wir hier vorne sitzen, klar machen, wir reden über städtische Bewegung, städtische Kämpfe. Wir sitzen hier aber auf dem Podium als Berlinerin und Hamburger. Und meine Erfahrung auch in der Diskussion, sei es im Rahmen der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder in anderen Kontexten, ist, wenn wir über Stadt- und städtische Kämpfe reden, dass wir ganz schnell aneinander vorbeireden, weil natürlich die Probleme, ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, im Ruhrgebiet andere sind als vielleicht in Berlin, Neukölln gerade. Die einen Städte schrumpfen, verlieren an Bevölkerung, die anderen nebenzu. Wir haben Differenzen zwischen Ost-West-Entwicklung in Bezug auf die Wohnungspolitik. Wir haben viele Sachen, die wir, wenn wir konkret darüber sprechen, feststellen müssen, dass es große Unterschiede gibt. Also, das ist auch die Bitte an unsere Referentin, die ich kurz vorstellen werde und denen auch dann das Wort erteilen werde, sich auch immer in der Diskussion oder auch in der Präsentation darüber klar sein, dass wir von einem bestimmten Kontext reden und dass die Berliner und Hamburger Verhältnisse vielleicht nicht ganz auf alle so zu übertragen sind. Ich freue mich besonders, dass wir hier so ein tolles Podium heute haben. Ich werde die Referentin kurz vorstellen. In einer ersten Runde wird es jeweils 15 Minuten, das ist die Absprache, Beiträge von euch hier vorne auf dem Podium geben. Dann gibt es eine erste Runde, eine erste Diskussionsrunde und ich will auch wirklich, dass ihr euch daran beteiligt. Und wir haben als eine Frage, die immer wieder natürlich auch in diesem Raum oder in diesem Kontext der Rosa-Luxemburg-Stiftung und überhaupt auftaucht, ist die Frage, wie funktionieren diese Kämpfe, wie sieht die Kooperation auch mit der Partei Die Linke aus? Dafür ist Heike Sudmann zum Beispiel da aus Hamburg, die später auch nochmal in der Diskussion dazu etwas sagen wird und so, dass wir nicht einfach nur in den Raum sprechen, weil wir sitzen hier vorne, wir sind keine Parteivertreterin und sagen dann immer, ja, mit der Linken ist es so oder so. Also du bist da, Heike, und kannst nachher auch uns dann auf dem Podium folgen. Wir haben drei Beiträge hier vorne. Wir werden beginnen mit Peter Birke. Peter Birke, jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, obwohl ich Peter kenne, muss ich trotzdem genau hier wissen, was ich sage. Ist Historiker und Politologe und arbeitet zurzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Göttingen am Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut, am SOFI, was vielleicht einigen von uns auch bekannt ist. Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit, als er in Hamburg beim Blauen Montag war und später auch in einem Arbeitskreis zur Prekarisierung hier in der Stiftung haben wir uns kennengelernt oder miteinander diskutiert. Und Peter ist auch sehr aktiv immer noch, obwohl er jetzt immer pendeln muss zwischen Göttingen und Hamburg in dem Netzwerk Recht auf Stadt in Hamburg. Und was ich an Peter bemerkenswert finde, und ich finde, das ist auch eine Diskussion, die uns angeht, dass du einer der wenigen bist, die ich kenne, auch auf der Linken, die sowohl sich mit den gewerkschaftlichen, also mit dem Arbeitsbereich sehr intensiv und am Organizing da beschäftigt haben und Fragen von städtischem Organizing oder Bewegung dort. Daneben sitzt
Tashi Endres, du bist Architektin und Mediatorin, warst, zufällig hast du vorhin gesagt, aber du warst in New York, zur Zeit auch der Occupy-Proteste, Occupy Wall Street-Proteste. In der Zwischenzeit bist du wieder zurück, Gott sei Dank, lehrst an der Universität der Künste Berlin Architektur und Stadtforschung und bist in der Initiative Kotti & Co. aktiv. Diese Initiative gibt es seit 2011. Tashi wird nachher auch noch mal in ihrem Beitrag näher darauf eingehen und ist, glaube ich, für viele innerhalb der Linken und auch diejenigen, die sich mit Stadtpolitik beschäftigen, also ein sehr positives Beispiel und ein unerwartetes Beispiel, wie ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen können, wie aus prekären Verhältnissen ganz tolle Bündnisse und ganz tolle Aktionen entstehen können. Neben mir, von mir aus links, von euch rechts, sitzt André Holm. André Holm ist wahrscheinlich vielen bekannt durch seine Forschung zur Gentrifizierung. Ihr habt gerade eine vielbeachtete Studie, von allen möglichen Seiten vielbeachtete Studie zur Zwangsräumung in Berlin veröffentlicht. Du arbeitest an der Humboldt-Universität und forschst da zu verschiedenen Aspekten der Wohnungspolitik und bist wahrscheinlich jemand, der auch, wie ich finde, sehr gut diesen Spagat hinbekommt, auf der einen Seite zwischen Forschung, wissenschaftlichem Arbeiten und auch Unterstützung von sozialen Bewegungen und bist auch schon ganz lange aktiv. Also wir haben hier wirklich tolle Referentinnen sitzen. Wir fangen an mit Peter. Peter, du hast die Aufgabe von uns zugeschrieben bekriegt, überhaupt noch mal was zu Recht auf Stadt zu sagen. Ja, was ist das eigentlich für ein Konzept, was jetzt in den letzten Jahren doch irgendwie sehr modern geworden ist? Viele springen da vielleicht auch drauf auf und finden das ganz spannend, aber was ist das eigentlich? Was hat sich da in Hamburg getan? Bildet es eine Klammer? Was kann man eigentlich sagen? Gibt es neue Entwicklungen, die sich unterscheiden von den Auseinandersetzungen, die wir vorher hatten in der Stadt? Ja, vielen Dank ich bin zwar kein Politologe, aber trotzdem vielen Dank für die sehr nette Vorstellung. Was stimmt ist, dass ich tatsächlich seit 2012 in Göttingen arbeite, also gar nicht mehr in Hamburg. Und zwischen Göttingen und Hamburg pendle. Das heißt, meine Perspektive auf die Hamburger Recht auf Stadtbewegung verwandelt sich so ein bisschen von der Frosch zur Vogelperspektive. Und ich habe eine entsprechende Distanz zu dem, was ich jetzt auch in der nächsten Viertelstunde kurz erzählen möchte. Ich wohne aber noch in Hamburg. Das heißt, in ein paar Konflikten bin ich auch schon noch beteiligt. Wir beabsichtigen, so im Herbst umzuziehen. Und dann wird sich die Perspektive vielleicht noch mal ein bisschen verändern. Nur, dass ihr wisst, wo ich da ungefähr bin. Ich sage jetzt zu drei Sachen was. Die erste ist sehr stark auf Hamburg bezogen. Was ist eigentlich diese Recht auf Stadtbewegung und das Recht auf Stadtnetzwerk? Das zweite ist, was ist eigentlich unser? Und damit meine ich vor allen Dingen den Arbeitskreis Umstrukturierung Wilhelmsburg, in dem ich lange Zeit aktiv war, Einsatz in Recht auf Stadt gewesen. Und das dritte ist, bezieht sich direkt auf das, was Britta eben eingeführt hat, nämlich auf die Frage, lässt sich das alles irgendwie möglicherweise übertragen oder auch nicht. Da kann ich aber eigentlich nur die Diskussion eröffnen. Da müsst ihr vielleicht selber sagen, was ihr aus der Perspektive anderer Städte vielleicht dazu meint. Erstmal zur Frage, was ist eigentlich die Recht auf Stadtbewegung oder was war sie? Also in Hamburg, relativ spektakulär, viel öffentlich diskutiert, ist eben seit 2009 auf der Grundlage von stadtpolitischen Konflikten in einem Spektrum von der Stadtteilinitiative in Mümmelmannsberg bis zum Kampf um die Rote Flora, also sehr breit, ein Netzwerk entstanden, das ausgehend von diesen Konflikten, aber sehr dezentriert und kaum sozusagen programmatisch verankert, versucht hat, Konflikte um Räume in der Stadt zu vernetzen. Teilweise sehr erfolgreich und mit ein paar Konjunkturen. Das ist eigentlich eher so die Grunddefinition der Recht auf Stadtbewegung. Es gibt aber auch noch ein Spezifikum, neben diesem Verräumlichten von sozialen Konflikten, nämlich dass ein Stadtteil, nämlich St. Pauli, eigentlich der zentrale Stadtteil der Recht auf Stadtbewegung immer war. Und da genauer St. Pauli Süd und vielleicht noch genauer die Bernhard-Nocht-Straße. Falls ihr mal nach Hamburg fahrt, ist vielleicht ganz interessant, da mal durchzugehen, wo viele zentrale Konflikte, auf die sich die Recht auf Stadtbewegung bezogen hat, in einem Radius von ein paar hundert Metern ausgetragen worden sind. Das liegt auch daran, dass St. Pauli ein Quartier ist innerhalb der, also ein innenstadtnahes Quartier ist in Hamburg, in dem solche Gentrifizierungsprozesse sehr stark sichtbar gewesen sind, zu der Zeit nach 2009 auch immer noch sind natürlich, und in dem es einfach ein paar Konflikte gab, wie um
das Bernhard-Nocht-Quartier, um Aufwertungsprozesse, starke Mietsteigerungen und so weiter, die sehr stark sichtbar waren, öffentlich ausgetragen worden sind. Also so viel erstmal zur Recht auf Stadtbewegung. Dann sage ich jetzt im zweiten Schritt des ersten Punktes nochmal was zu den Konjunkturen dieser Bewegung, die mittlerweile sich auch sehr stark verändert hat. Und da möchte ich eigentlich vier Punkte benennen. Erstens die Entstehungsgeschichte, zweitens das, was man so als Rekuperation vielleicht bezeichnen kann oder als Politik der Stadt, um das, diese Bewegung unter Kontrolle zu bekommen. Dann sage ich was zu einer Zuspitzung, die vor einem Jahr ungefähr stattgefunden hat. Und dann sage ich was zur aktuellen Situation. Also erstmal zur Entstehungsgeschichte. Also neben den Wurzeln, die ich jetzt eben so benannt habe, gibt es eigentlich zwei Hauptgeschichten, die von Anfang an von der Recht auf Stadtbewegung geschrieben worden sind. Die erste ist eine neue Welle von im Grunde genommen Hausbesetzungen, die teilweise auch in einer anderen Art stattgefunden hat seit 2009, manifestiert eigentlich in der Besetzung des Gängeviertels, also 12 Häuser unmittelbar 200 Meter von der Finanzbehörde entfernt, unmittelbar in der Hamburger Innenstadt. Also das ist so ein Kunstquad, viele von euch werden wahrscheinlich schon mal da gewesen sein, der im Grunde genommen ohne viel Widerstand durch die Stadt sich etablieren konnte und durch den hindurch vermittelt ein Diskurs geführt wurde über die Rolle künstlerischer Arbeit in der Stadtentwicklung, das Ablehnen von Teilhabe an Stadtmarketingstrategien und dann aber auch sozusagen sekundär um die sozialen Bedingungen, in denen Menschen leben, wohnen, arbeiten in Hamburg. Und als zweite Welle sozusagen dieser Entstehungsgeschichte sind sicherlich Mieterinnenkämpfe zu benennen. Das ist wahrscheinlich ein noch stärkeres Moment von Vereinheitlichung gewesen. In Hamburg hat in den 2000er Jahren die Zahl von Sozialwohnungen von in den 90er Jahren ungefähr 250.000 auf ungefähr 100.000 abgenommen. In Stadtteilen wie St. Pauli sind innerhalb von 3 Jahren, also in der Anfangskrisenperiode, die Mieten um über 30% bei Neuvermietungen gestiegen. Solche Dinge wurden thematisiert und auch durchaus verankert thematisiert in der Stadtöffentlichkeit, die jetzt weit über die radikale Linke oder auch überhaupt die Linke hinausging. 2011 ist die SPD an die Regierung gekommen, hat eine schwarz-grüne Regierung abgelöst mit einer absoluten Mehrheit und hat versucht, das ist der zweite Schritt, also die Zurückdrängung dieser Bewegung, hat versucht, diese irgendwie mit dieser Bewegung umzugehen und hat das eigentlich in 3 Formen gemacht. Das könnte man jetzt auch noch stundenlang vertiefen, aber ich benenne es nur kurz. Also es wurde ein massives Wohnungsbauprogramm aufgelegt, allerdings mit der Maßgabe, dass es investorengerecht stattfinden soll. 2 Drittel der Wohnungen sind, Zitat, nicht von mir, sondern von der zuständigen Senatorin, nicht bezahlbar. 1 Drittel ist dann eben bezahlbar. Aber nach außen ist sozusagen die Botschaft, wir tun was. Das ist eigentlich immer noch ein Konflikt, zu dem Heike wahrscheinlich auch nachher viel sagen kann, der immer noch sicherlich virulent ist. Das Zweite, was sie getan haben, ist bestimmte Räume legalisieren, wie zum Beispiel das Gängeviertel, mit massiven städtischen Zuschüssen versehen, auch zu sanieren und so weiter, während andere Hausbesetzungen sehr stark mit repressiven Maßnahmen, das ist ja jetzt nichts Neues in der Hamburger Stadtpolitik, gerade die Sozialdemokratie ist ja geradezu seit Jahrzehnten Expertin drin, wurden mit starken Repressionen im Grunde genommen sofort im Ansatz erstickt. Und das dritte, der dritte Moment ist, es gab seit 2011 ein Zurückdrängen dieses hochgejazzten kreative Stadtdiskurses in Hamburg. Also es war im Grunde genommen der SPD viel egaler als der Vorgängerregierung, was jetzt eigentlich diese Künstler und so weiter, die dann plötzlich so viel Verhandlungsmacht hatten, sagen zum Stadtmarketing. Dann gibt es vor ungefähr einem Jahr, das sage ich jetzt nur kurz, weil es allen wahrscheinlich bekannt sein wird, die hier sitzen, sich ein bisschen für bundesdeutsche Politik interessieren, sowas wie eine Eskalation der Recht auf Stadtbewegung, die ansonsten sich schon stark differenziert hatte, in der Auseinandersetzung um die Rote Flora nach dem Dezember 2013. Das kommt mir so lange her vor, deswegen muss ich vorher echt nochmal nachdenken, wann das genau war. Als es darum ging, dass verschiedene stadtpolitische Bewegungen, also der Kampf um den Erhalt der Roten Flora spielte eine Rolle, dann der Kampf der natürlich der Lampedusa-Flüchtlinge, der 2013
Massendemonstration in Hamburg hervorgebracht hat, aber auch der Kampf um die Esso-Häuser, wieder sozusagen von einem Investor aufgekauftes Haus auf St. Pauli, das dann schließlich wegen Baufälligkeit auch abgerissen werden musste. All diese Kämpfe kamen zusammen und zwar wurden sie sozusagen von außen verallgemeinert oder vereinigt, weil im Zuge der Riots nach der Demo für den Erhalt der Roten Flora im Dezember 2013 wurde ein Gefahrengebiet erlassen, das dann sozusagen zum Auseinandersetzungspunkt wurde. Also weite Teile der westlichen Innenstadt wurden sozusagen mit als zum Gefahrengebiet erklärt, was dann zum Ausgangspunkt wurde für wahrscheinlich den Höhepunkt dieser sozialen Bewegung, die man vielleicht aber auch schon nicht mehr als Recht auf Stadtbewegung dann bezeichnen kann. Dann kurz vielleicht zur Nachgeschichte. Also heute haben wir so eine Situation, in der sich diese Bewegungen differenzieren. Es ist eigentlich nicht so deutlich, was kleine, sagen wir mal, dezentrierte stadtpolitische Bewegungen, Konflikte um Zwangsräumungen, die es jetzt auch vor allen Dingen im Stadtteil, in dem ich lebe, kurzzeitig gab, in Wilhelmsburg, die Lampedusa-Proteste und so weiter, wirklich miteinander verbindet. Und es gibt aber ein neues Element, das ich wenigstens kurz noch erwähnen möchte. Kurz vor der letzten Bürgerschaftswahl in Hamburg, die im Februar, mein Verhältnis, ich habe nicht gut aufgepasst, mein Verhältnis zu Wahlen, stattfand, gab es eben eine Demo von einem Kita-Netzwerk, das für eine bessere Personalausstattung in Kitas eingetreten ist. Und da kann man sich so ein bisschen Gedanken machen, was das bedeutet im Zusammenhang auch mit der Recht auf Stadtbewegung. Also bilanzierend aber, es gibt im Moment keinen Moment, also es gibt eigentlich im Moment keinen Bewegungsmoment in der Recht auf Stadtgeschichte, sondern viele dezentrierte Initiativen, die auch so ein bisschen auseinanderfallen. Was am Horizont leuchtet oder droht, ist natürlich die Olympiade, die zum Beispiel für das Quartier, in dem ich jetzt noch lebe, eine absolute soziale Katastrophe bedeuten würde und die natürlich auch wieder so eine Art von Vereinheitlichung jetzt langsam von der Recht auf Stadtbewegung produziert. Also so viel vielleicht erstmal zur Geschichte. Jetzt gucke ich auf die Uhr, das war jetzt auch schon der längste Teil und ich habe jetzt 10 Minuten geredet, jetzt habe noch 5 Minuten, um 2 Sachen zu sagen. Einerseits zu der Position, die jetzt wir als Arbeitskreis Umstrukturierung Wilhelmsburg zu dieser Geschichte hatten und andererseits zur Frage, wie kann man das eigentlich auf andere Städte vielleicht beziehen. Also erstmal zu unserer Position, dazu müsste ich jetzt kurz was, ein Genosse hier hat gesagt, zu Recht zeichnen, nicht malen. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem mich hören könnt, weil die Akustik ist hier ja... Nee. Dann bräuchte ich jetzt mal... Nimm's einfach in die Hand. Ja, dann nehme ich mal das in die Hand. Also, oh, ist noch viel besser als vorher. Also das hier ist Hamburg. Ich bin sicher, dass man Berlin nicht so zeichnen könnte, weil Berlin natürlich viel komplexer ist als Hamburg. Und wenn man am Hauptbahnhof, André kennt das schon, die Geschichte, wenn man am Hauptbahnhof in die Touristeninfo geht, dann kriegt man einen Stadtplan von Hamburg, das ist also die Norderelbe, soll das sein, ne? Der diesen Ausschnitt zeigt ungefähr so, ne? Und alles, was sozusagen auf der anderen Seite des Gesthangs ist, südlich der Norderelbe, ist praktisch traditionell, wohnt da kein Mensch aus der Sicht zumindest der etablierten Hamburger Bevölkerung. Unsere Stadtpolitik hat sich jetzt in den letzten Jahren hierauf bezogen, also das ist die Elbinsel zwischen Norder- und Süderelbe. Und wenn man jetzt sozusagen Armut und Reichtum in Hamburg illustrieren will, ich habe jetzt dankenswerterweise auch rote Stifte, dann hätte man sozusagen Armutsgebiete, egal nach welchem Kriterium man das bemisst, Versorgung mit Apotheken, Kinderärzten, Einkommen, Anteil von Erwerbslosen und so weiter, hätte man hier so eine Zone, so eine Armutszone, also zwischen Norder- und Süderelbe. Und man hätte hier im Osten Bildstedt und so weiter, sind auch sehr arme Gebiete, gehört alles zum Bezirk Mitte. Und dann gibt es noch so einzelne, also Steilshoop als Trabantenstadt und natürlich, das ist hier, wäre die Innenstadt. Um die Innenstadt herum traditionell St. Pauli und auch früher mal vor der Gentrifizierung St. Georg, die so zu Armutsgebieten gehören. Wenn man jetzt die Recht auf Stadtbewegung nochmal illustrieren will, oder die Orte, in denen sie sich vor allen Dingen organisiert hat, dann kann man so ein bisschen polemisch sagen, das ist ungefähr hier. So, ne? Und ich zeichne das jetzt deswegen auf, um einfach zu sagen, also jetzt der Einsatz von sozusagen meinem politischen Umfeld war in dieser Recht auf Stadtbewegung seit 2009 war, einfach zu sagen,
Wir möchten gerne thematisieren, dass Hamburg nicht nur aus einem, sondern aus über 100 Stadtteilen besteht und möchten gerne, dass wenn sozusagen Versuche unternommen werden, die Recht auf Stadtbewegung zu erweitern, dass es erstmal auch eine sozialräumliche Erweiterung gibt, das heißt eine Erweiterung auf die anderen 103 Stadtteile ungefähr. Das haben wir vor allen Dingen versucht zu sprechen im Zusammenhang mit Wilhelmsburg und da tritt aber sofort ein Problem auf. Wilhelmsburg ist nämlich selbst, also dieser Ort zwischen Süder- und Norderelbe, ist selbst ein Gebiet, das stark gentrifiziert wird gerade und das sich ähnlich wie St. Pauli im Grunde genommen auch mit so einer schnellen, mehrere Phasen überspringenden Gentrifizierung subkulturell entwickelt, indem es die IBA als Kampagne gab, sozusagen das auch staatlicherseits zu befördern und so weiter und in denen im Grunde genommen eine ähnliche Zentralität entsteht wie in St. Pauli selbst. Jetzt gibt es aber, wenn man jetzt das nochmal, wenn man den Zoom hier nochmal reinlegen würde in dieses Gebiet zwischen Norder- und Süderelbe, gibt es hier natürlich auch sozialstrukturell sehr unterschiedliche Gebiete und die Politik des Arbeitskreises Umstrukturierung hat sich eigentlich vor allen Dingen auf Gebiete bezogen, also jedenfalls das, was ich daran sehr wichtig fand, wir haben auch eine Kampagne gegen die IBA gemacht und so weiter, aber was ich sehr wichtig fand, hat sich auf Gebiete bezogen, in denen die GAGFA wütet und hohe Mieten von armen Leuten verlangt und in denen im Grunde genommen 50% der Menschen auf Lohnersatzleistungen angewiesen sind, der Anteil von Leuten, die als Migrantinnen und Migranten definiert sind, sehr hoch ist und so weiter. Also es war sozusagen unser politischer Einsatz in der Recht auf Stadtbewegung. Was man da feststellt, und das finde ich wichtig und damit mache ich es ganz kurz, war, und dann erzähle ich, wie die Geschichte jetzt sozusagen im Moment der Stand ist. Was ich daran wichtig finde, ist Probleme, die jetzt in diesen Situationen auftauchen. Und das, glaube ich, ist was, das man verallgemeinern kann, beziehen sich nicht nur auf das, was ich anfangs genannt habe als Ausgangspunkte der Recht auf Stadtbewegung, sondern es ist sozusagen multiple Krisensituationen oder Problemlagen, die es gibt. Es geht um Arbeit und Erwerbslosigkeit, es geht natürlich um Wohnen und Mietpreise, es geht um Mobilität, also wie kommt man mit der S-Bahn in die Stadt, was kostet das und so weiter. Sehr viele verschiedene Probleme, die jetzt nicht zu beantworten sind mit eigentlich so einer Bindestrichbewegung, die zum Beispiel Mieterin-Kampf oder Arbeits-Kampf heißt, sondern es gibt sozusagen eine nicht nur Verräumlichung, sondern auch Verallgemeinerung sozialer Probleme. Wir haben das immer diskutiert und vorgeschlagen und so weiter, aber ich glaube, was man feststellen muss, es ist ein Potenzial von verschiedenen Ansätzen, die es in stadtpolitischen Initiativen gibt, aber es hat sich eigentlich nicht durchgesetzt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass wir damit sozusagen den Mainstream der sozialen Bewegung in Hamburg jetzt umgestülpt hätten oder so. Und außerdem ist es so, dass sich letztlich herausgestellt hat, das, was eben mobilisierend war, auch an unserer Politik, war mehr eigentlich die Kampagne gegen die internationale Bauausstellung, also eine klassische Anti-Expo, Anti-IBA, Anti-Olympia-Kampagne, die natürlich in dem Augenblick auch vorbei war, in dem die IBA 2013 ihre Ausstellung beendet hatte und damit war die Kampagne vorbei. Unser Arbeitskreis hat sich aufgelöst und jetzt gibt es so ein paar Neuansätze in letzter Zeit, die sich auf so eine stadtpolitische Basisarbeit beziehen, können wir vielleicht in der Diskussion auch nochmal kurz drüber reden. Der dritte Punkt, und das ist jetzt nur einfach ein ganz kurzes Statement für die Diskussion, damit bin ich auch schon fertig, also die Frage von Britta. Was bedeutet dieses, was ich jetzt über Hamburg erzählt habe, möglicherweise für eine Übertragbarkeit für andere Städte? Also jetzt meine ich nicht Berlin, sondern andere Städte überhaupt. Also ich glaube, was man schon sehen muss, ein Problem, also jenseits dieser Probleme, die ich jetzt angesprochen habe, wie kann man das sozial erweitern? Gibt's, oder was wäre für ein Begriff auch von Klassenkampf hat man vielleicht in dem Zusammenhang? Gibt es das Problem, dass sich die Hamburger Situation schon unterscheidet, sehr stark von Situationen in vielen anderen bundesdeutschen Städten? Du hast gerade Ruhrgebiet genannt, also da, oder man könnte auch sagen Erfurt oder Thüringen oder und so weiter. Und zwar dadurch, dass diese Explosion von Mietpreisen, die eine der sozialen Grundlagen der Recht auf Stadtbewegung eben war und auch potenziell immer noch ist, ist in vergleichbarem Maße nicht in anderen Städten zu beobachten. Ist zu beobachten, aber Hamburg ist halt ein Extrembeispiel. Das gilt auch für andere Sozialverhältnisse, wie zum Beispiel das, was ich eben über Kita-Plätze erzählt habe. Also die Betreuungsquote ist einfach die schlechteste in Hamburg bundesweit. Deswegen sind das spezifische Probleme. Und man könnte jetzt sagen, das ist ein typischer so Global City-Probleme vielleicht. Und während die Hamburger selbst sich natürlich am liebsten mit New York und London vergleichen, würde ich eher sagen, also die Vergleichskategorie wäre dann eher Kopenhagen und Marseille, in denen es vielleicht ähnliche sozusagen Strukturen gibt und ähnliche Probleme. Und vieles, was in Hamburg passiert, lässt sich halt besser
in Marseille oder in Kopenhagen verstehen als jetzt in, sagen wir, Lübeck oder Kiel. Trotzdem, und das ist jetzt sozusagen mein letzter Punkt, also ein grundsätzlicher Punkt, den, glaube ich, die Recht auf Stadtbewegung aufgemacht hat und auch immer noch aufmacht, der aber eher so ein Potenzial ist als irgendwas anderes, ist, dass dieses Auseinanderfallen zwischen Bewegung und realen sozialen Verhältnissen, also die Bewegung ist immer eine Bewegung gegen Mietsteigerung, gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes, gegen dies, gegen das, so, und unserer Realität, also dass wir sagen ja nicht nur in diesen Verhältnissen leben, sondern zur Arbeit fahren müssen, wohnen müssen oder wohnen und Freiräume brauchen, die nicht in Wert gesetzt sind und so weiter, in einer Person oder in einem Kollektiv, in dem sich eben mehrere solche Aspekte vereinen. Da hat, glaube ich, die Recht auf Stadtbewegung einen Punkt gemacht, dass sozusagen diese Bindestrichbewegungen vermittelt über die Verräumlichung von sozialen Kämpfen in Frage gestellt worden sind. Also wie ist eigentlich die Verbindung? Kann man jetzt eigentlich ernsthaft preiswertere Mieten fordern oder muss man das nicht auch messen an, sagen wir mal, sowas wie Einkommen und so weiter? Also das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte. Die sind relativ konkret gemacht worden, auch plastisch gemacht worden. Und da könnte man dann noch ein bisschen weiter dran denken. Und ich glaube, diese Punkte sind jetzt nicht so nur, würde ich mal, müsst ihr sagen, in der Diskussion vielleicht, sind jetzt nicht nur so Hamburgensien, sondern sind Punkte, die vielleicht auch insgesamt für soziale Bewegungen oder auch Parteipolitik in vielen Städten der Bundesrepublik und auch vielleicht darüber hinaus relevant sind. Das war erstmal das, was ich sagen wollte. Recht herzlichen Dank, Peter, für diese kritische Einschätzung. Ich will dich noch nicht ganz sofort entlassen. Ich weiß, dass wir noch andere Beiträge haben, aber noch mal ganz kurz zurück zu der Klammer Recht auf Stadt und das Potenzial. Leute, die hier vorne auf dem Podium sitzen, einschließlich mir selbst, haben schlaue Artikel dazu geschrieben, was Recht auf Stadt als Verbindung neu aufmachen kann und was plötzlich möglich sein sollte, was vorher in den 80er, 90er Jahren so fragmentiert war. Mir klang das jetzt bei dir nochmal sehr, sehr skeptisch in Bezug auf die Verbindung mit anderen sozialen Bewegungen. Bevor wir nach Berlin kommen, beziehungsweise Tashi, über auch die Mühen der Ebene in der Organisierung, wie spricht man Leute an, die auch nicht aus dem eigenen Spektrum kommen, reden. Gibt es irgendwas, was du sagen kannst in diesen Jahren, in denen das Recht auf Stadtnetzwerk in Hamburg, wo wir in Berlin immer hingeguckt haben, ja, und sagen, hier, da funktionieren Sachen, die hier nicht gehen, wo du sagst, da sind neue Dinge entstanden, auch wenn das vielleicht nicht mehr Recht auf Stadt irgendwann heißt, da sind neue Kontakte zustande gekommen, wir haben Dinge gelernt in unserer, also wir sind handlungsfähiger geworden. Nochmal ganz kurz bitte, nochmal eine Einschätzung dazu. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht war es jetzt klingt das jetzt zu pessimistisch oder so. Also ich meine, die Punkte wollte ich jetzt gar nicht nochmal so stark machen, kann ich aber trotzdem nochmal sagen. Also dass 12 Häuser in der Innenstadt besetzt werden und das dazu führt, dass sie legalisiert werden, ist in Hamburg seit 20 Jahren oder 30 Jahren vorher nicht mehr vorgekommen. Das heißt, es gab schon eine Entfaltung von Autonomieperspektiven und sozialer Macht von unten, die es, glaube ich, in einer ähnlichen Weise, jedenfalls meiner Wahrnehmung nach, lange nicht gegeben hat. Und es hat sich herausgestellt, glaube ich, auch, das war für mich auch total überraschend, dass dieses dezentrierte Netzwerk, wie gesagt, Mümmelmannsberg, bis was es ja grundsätzlich gab, wenn auch mit so einem Problem der Sprechhierarchie zwischen den verschiedenen Netzwerken. Aber dieses fragile, dezentrierte Netzwerk, das ist ja 3 Jahre oder 4 Jahre sehr aktiv und sehr sichtbar im Grunde genommen am Start gewesen und konnte auch durchaus in Prozesse eingreifen und auch die selbst in Hegemoniestrukturen, also wenn man jetzt daran denkt, dass das Hamburger Abendblatt eine Zeit lang sehr skeptisch über die Mietentwicklung berichtet hat und so, ne? Oder sehr positiv über das Gängeviertel, das kann man schon als einen unglaublichen Erfolg benennen. Es ist die soziale Bewegung in Hamburg, ich bin seit 1990 in Hamburg und das ist mit Abstand die am meisten Kontinuität hatte. Und das bisschen, was wir diskutieren müssen, ist, ich glaube, gerade dieses Dezentrierte hat die Kontinuität ausgemacht.
gar nicht so sehr, dass es gab ja, ist ja auch sicherlich eine Schwäche und so weiter, es gab kein Programm und so oder nur sehr rudimentär und so einen vagen Bezug auf Lefebvre und so, aber dieses Dezentrierte hat, glaube ich, diese Kontinuität ausgemacht und das ist ja schon ziemlich wichtig. Und auch, also obwohl man das jetzt eigentlich nicht auf, den Credit hat oder so, ist ja grundsätzlich scheißegal, aber was ich schon auch bemerkenswert finde, es ist ja jetzt noch nicht so lange her, ist, dass eine soziale Bewegung es immerhin schafft, die Selbstorganisation von Geflüchteten im Grunde genommen monatelang, fast jahrelang so zu unterstützen, dass Demos mit 10.000 Teilnehmern stattfinden in Hamburg. Das ist auch was ich total bemerkenswert finde. Und dass letztendlich diese im Grunde genommen Eskalation durch das Gefahrengebiet, diese Entdemokratisierung der gesamten Innenstadt, das ist ja auch abgewehrt worden. Also es gibt schon eine Liste von Erfolgen, aber man muss gleichzeitig sagen, es ist trotzdem, würde ich sagen, eher ein Potenzial, das sich irgendwie aktualisieren muss, als jetzt, dass man sagen müsste, es ist ein Konzept oder so, das man jetzt überall übertragen könnte. Eine Zeit lang sind wir oder viele aus der Recht auf Stadtbewegung dauernd eingeladen worden, konnten das überall erzählen. Ich kann mich erinnern, dass wir einmal in Dortmund waren und also mit einer Genossin aus dem Gängeviertel war ich zusammen in Dortmund und dann haben wir erzählt, wie da waren so viele Leute wie jetzt hier, also aber mit einem kleineren Raum, deswegen sah das sehr viel aus und dann sie sollte praktisch erzählen, wie man das mit dem Gängeviertel macht jetzt in Dortmund. Einen Tag später haben wir es auch ausprobiert, sind sofort geräumt worden, also hat irgendwie nur so nicht funktioniert und das ist natürlich Quatsch, also man kann nicht sozusagen dieses Konzept als formales Konzept so übertragen, das ist sehr situativ gebunden an bestimmte, jetzt auch schon teilweise historische Konstellationen. Man könnte auch nicht jetzt, heute, das ist ein Krisenphänomen gewesen, 2009, man könnte jetzt nicht heute wieder 12 Häuser in der Innenstadt besetzen und dann sagen, Kunst ist gar keine, nicht autonom ist Kunst und dann würde die Stadt das sofort legalisieren. Also das ist zumindest, das bilden sich vielleicht Leute ein, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Okay. Vielen Dank. Tashi, Selbstorganisierung, das ist vielleicht ein gutes Stichwort zur Überleitung zu dem, was ihr macht oder was deine Erfahrungen in den letzten Jahren sind und wovon du uns berichten willst, sowohl, glaube ich, aus New York, aber auch ganz konkret hier vor Ort. Nein, nicht aus New York. Hier drauf? Ja, hört man? Okay. Ich wurde gebeten, zur Mieterinnen Selbstorganisation zu sprechen, deswegen richte ich mich jetzt erstmal an euch als potenziell mehrheitlich Mieterinnen, die sich vielleicht auch organisieren möchten oder müssen. Und ich erzähle ein paar Beispiele von Kotti und Co., nicht weil wir das irgendwie besonders toll machen, sondern weil das ist, wessen ich am nächsten bin. Was die Linke dann damit machen soll, das können wir später diskutieren. Ganz kurz zu Kotti und Co. Die Mietergemeinschaft im sozialen Wohnungsbau im Corpusser Tor hat sich 2011 gegründet, weil die sogenannten Sozialmieten weder für geringe Einkommen noch für Renten noch für Transferleistungen bezahlbar waren und weiter nicht sind. Und das ganze System vom sozialen Wohnungsbau, letztendlich eine staatlich organisierte Mieterhöhungs- und Verdrängungsmaschinerie ist, was ja gleichzeitig mit Milliarden Eigentümerrenditen finanziert und subventioniert. Und 2012 haben sich die Nachbarn, also ich war ganz am Anfang noch gar nicht dabei, entschieden, das Corpusser Tor zu besetzen und somit den Protest sichtbar zu machen. Seitdem sind wir auf der Straße und die Platzbesetzung ist zu einem selbstgebauten sozialen Zentrum geworden, das Gitte Kondu, wo sich die Nachbarschaft zum Tee trifft, es Konzerte gibt, es wöchentliche Sozial- und Mietrechtsberatungen gibt, von denen aus unsere Lärmdemos starten gegen steigende Mieten. Und gleichzeitig ist das Gitte Kondu mittlerweile eingebunden in ein ganz dichtes Netz von Ansprechpersonen in den einzelnen Häusern, die Hausversammlungen organisieren und bei kollektiven Aktionen in der Nachbarschaft anfangen, Verantwortung zu übernehmen, also gegen Betriebskosten etc. Als wir angefangen haben, wollte in der medialisierten Öffentlichkeit und Politik niemand über den sozialen Wohnungsbau sprechen und wir haben es gemeinsam mit anderen Initiativen geschafft, dass es mittlerweile im Zentrum von politischen Auseinandersetzungen in Berlin steht. Wir haben ganz knackige, profane, konkrete Forderungen damals formuliert.
für eine Bezahlbarkeit, also wir haben gesagt 4 Euro netto kalt als Übergang, damit keine Leute mehr verdrängt werden, weil das die Mieten sind, die wir mit geringem Einkommen und übers Jobcenter finanzieren können. Und langfristig eine Rekommunalisierung des sozialen Wohnungsbaus. Und gleichzeitig ist gerade dieser ganz konkrete Nenner wichtig gewesen, dann aus ganz verschiedenen Perspektiven Politik machen zu können. Wir haben uns ziemlich schnell mit dem Protest einen Platz an diversen Tischen erkämpft. Wir haben eine selbstorganisierte Expertenkonferenz im Abgeordnetenhaus organisiert. Saßen auf einmal beim Bezirk und Senat an einem Tisch, jüngst im Expertengremium des Senats zum sozialen Wohnungsbau. Aber aus dieser Endlosschleife des Dialogs geht halt keine politische wirksame Maßnahme bisher hervor. Und deswegen ist es ein Platz, an dem, mit dem wir uns überhaupt nicht zufrieden geben. Und haben deswegen gemeinsam mit ganz vielen anderen Initiativen wir nennen ihn ersten Berliner Mietenvolksentscheid, ausgearbeitet, wo wir selbst ein Gesetz zur Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin geschrieben haben. Und ich glaube, für Mieterinnen-Selbstorganisierung scheint mir genau das zentral, nicht irgendwie an einem erkämpften Platz oder in einer erkämpften Öffentlichkeit oder Strategie hängen zu bleiben, sondern sofort wieder vom Tisch aufzustehen und bei seinen Nachbarn von Tür zu Tür zu gehen und zuzuhören und irgendwie sich um eine gemeinsame Sprache zu bemühen und entlang der Interessen der Betroffenen gemeinsam Macht zu entwickeln. Die erste und vielleicht wichtigste Hürde bei der Organisierung ist die Tür meiner Nachbarin. Dieses erste sich ansprechen, sich versuchen kennenzulernen, sich misszuverstehen, ist, glaube ich, die wichtigste Grundlage für Selbstorganisierung. Und es hört sich vielleicht hippie an, aber ich glaube, es ist eigentlich ziemlich sozialrevolutionär, dass Solidarität organisieren als erstes Beziehungsarbeit ist. Und nur wenn Vertrauen entsteht zwischen den Nachbarinnen, kann auch eine kollektive Handlungsfähigkeit und sowas wie so eine Weisheit der Gruppe entstehen. Und das ist der Anfang. Wir sagen immer, das ist die halbe Miete. wir werden ganz oft gefragt, irgendwie, ja, wie macht ihr das, dass Menschen mit Migrationsbiografien sich auch bei euch engagieren? Und ich hoffe dann immer, dass die gleichen Leute auch umgekehrt unsere Nachbarinnen mit internationalen Wurzeln fragen, wie schafft ihr das, dass diese komischen Biodeutschen sich bei euch engagieren? Und die Jungen fragen, wie haltet ihr es bloß mit den Alten aus? Und umgekehrt, weil ich glaube, dass gemeinsam organisieren über Differenzen hinweg oder verschiedene Realitäten eine Arbeit von allen Seiten ist und dabei irgendwie zuhören und übersetzen so der Dreh- und Angelpunkt ist. Und ich glaube, dass wir sehr erfolgreich darin waren, einen ganz klaren gemeinsamen Nenner zu formulieren. Und zwar, wir haben ein Problem mit Mieten und wir haben ein Problem mit Rassismus. Und alle anderen Fragen von politischer oder religiöser oder sexueller Orientierung ist ein Thema für den Tee danach. Und das öffnet, glaube ich, Raum dafür, dass verschiedene Nachbarinnen ihre Perspektiven selber vertreten können. Ich glaube, gleichzeitig ist es entscheidend, dass in einer rassistischen Mehrheitsgesellschaft oder in rassistisch strukturiertem Wohnungsmarkt genau das auch benannt wird und dass Nachbarinnen, die ständig Rassismuserfahrungen machen müssen, ihre Perspektive selbst repräsentieren und sichtbar machen können. Wenn man sich dann gefunden und angefangen hat zu organisieren, wird man ungewollt, notgedrungen zu sowas wie Expertin der eigenen Situation, muss ganz viel lernen und sich über Förderrichtlinien und Aufwendungsdarlehen und Abschreibungsregelungen und Geheimverträge etc. informieren. Und dabei sind solidarische Expertinnen wie zum Beispiel André und auch ganz viele andere total wichtig. Und gleichzeitig geht es da auch immer wieder
Genau, so eine eigene Wissensproduktion, eine eigene gemeinsame Wissensproduktion, zum Beispiel bei der Konferenz Nichts läuft hier richtig und auch zu den Broschüren, die in dem Zusammenhang erarbeitet wurden, die immer wieder zurückübersetzen. Okay, was haben die Rückzahlungsmodalitäten der Aufwendungsdarlehen mit unserer verdammten Miete zu tun? Und das in der gemeinverständlichen Sprache als ja, Grundlage auch für Organisierung zu verstehen. Genau. Was noch? Zeittechnisch, wo bin ich? Okay, super. genau, ich glaube, dass also von den verschiedenen Ebenen, auf denen wir arbeiten, ist sozusagen die Nachbarschafts-Tür-zu-Tür-Ebene, die zusammen mit den, mit der, wir haben eine Sozialberatung und eine Mietrechtsberatung und das ist so wie ja, das Ohr an der Nachbarschaft, aus denen wir heraus kollektive Kampagnen entwickeln, also zum Beispiel zu Betriebskosten, zu Mietminderung, die ganz konkreten Unterschied machen und mit denen wir ein bisschen die Rendite der Deutschen Wohnen versuchen zu schmälern, andererseits zum Beispiel dem Bezirksamt oder dem Jobcenter darlegen können, weil wir eine flächendeckende Analyse haben, dass die Betriebskosten bei uns halt doppelt so hoch sind wie im Berliner Durchschnitt und sie deswegen keine sogenannten Kostensenkungsverfahren, das sind dann so Briefe an die Nachbarn, dass sie die Kosten der Unterkunft senken sollen, sonst müssen sie ausziehen, verschicken sollen und weil sie, die Mieterinnen sich ja eben schon gemeinsam, kollektiv dagegen wehren, dass ihre Miete so hoch ist. Und ja, sich selber reinfuchsen, wie man sowas macht. Und das ist erstaunlich, das zieht erstaunlich gut, wenn wir mit dem Bezirk reden und konkrete Zahlen für über 1000 Wohnungen vorlegen können. Gleichzeitig können wir so irgendwie, wenn wir mit dem Senat zusammensitzen, gar nicht abstrakt, sondern ganz konkret aus der Erfahrung in der Nachbarschaft argumentieren, dass es überhaupt nichts bringt, wenn über Netto-Kaltmieten diskutiert wird, weil das, was real im Geldbeutel zu Buche schlägt, ist die Brutto-Warmmiete. Und na, auf jeden Fall aus den sehr differenzierten und erbitterten Diskussionen auf sowohl Bezirks- als auch Senatsebene haben wir halt gemerkt, okay, wir müssen uns selber eine andere Handlungsposition schaffen, weil so ein appellatives, und wir haben schon alle Expertise mobilisiert und jegliche saßen an allen Tischen und es hat sich trotzdem nichts bewegt, und haben deswegen uns entschieden, zusammen mit ganz vielen anderen Mieterinitiativen den Volksentscheid zu entwickeln. Und das war letztendlich ein ganz ähnlicher Prozess, bloß auf einer Stadtebene. Also wir sind auch mit ungefähr 60 Leuten aus verschiedenen Initiativen und aus verschiedenen Kämpfen zusammengekommen und haben erstmal das Wissen, was die ganzen Leute sich in den Kämpfen angeeignet haben, zusammengeschmissen mit Experten, Juristinnen, Soziologinnen, Wohnungswirten und haben ja, das Wagnis unternommen, gemeinsam selber Gesetze zu schreiben, in den extrem engen Vorgaben, die so eine Volksgesetzgebung überhaupt kann. Also deswegen sagen wir auch immer, es ist der erste, weil es gibt der erste Berliner Mietenvolksentscheid, weil es noch so viele andere Baustellen gibt. Und in einem sehr zähen Prozess von einem halben Jahr oder so haben wir uns dann geeinigt sozusagen auf den Hebel, auf den sehr, sehr beschränkten Hebel, den wir ansetzen wollen, der sich vor allem um die, wir sehen es jetzt, die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung, die aus zwei Säulen besteht. Bude, vielleicht kannst du auch dazu mehr sagen. Ja? André wird noch mal kurz drauf eingehen, also wird auf jeden Fall noch mal drauf eingehen, aber gar nicht. Spannend ist ja schon auch der Prozess, wie es dazu gekommen ist. Genau, ich sage einfach inhaltlich nicht so viel, aber uns ist, für uns ist wichtig, auch den Volksentscheid wieder als sozusagen Prozess der Organisierung zu verstehen und nicht nur Unterschriften zu sammeln, das auch, aber gleichzeitig die Unterschriftensammlung zu verstehen als Möglichkeit, existierende Kämpfe zu vernetzen, neue Bezirksgruppen zum Beispiel für Mieterorganisationen wie die BMG oder andere ins Leben zu rufen,
das als sozusagen Tool zu benutzen, um mit den Nachbarinnen über also die Wohnungspolitik der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zu reden. Unsere ursprüngliche Forderung nach Rekommunalisierung nochmal nicht nur für unseren Bestand und nicht nur für den sozialen Wohnungsbau, sondern auf eine breitere Ebene zu stellen und sozusagen in der Pluralität von den Positionen, die den Mietenvolksentscheid mitentwickelt haben und der Pluralität von Aktionsformen und Milieus, in die jede am besten rein kommunizieren kann, so einen breiten Organisierungsprozess daraus aufzubauen. Danke. Vielen Dank, Tashi. Wir werden sicherlich nachher in der Diskussion auch nochmal die Möglichkeit haben, oder ihr oder sie habt die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, also zu konkret zu eurer Arbeit, Kotti und Co. Ich finde nochmal ganz kurz als Kommentar, also aus meiner Perspektive, die ich seit Anfang der 80er Jahre in West-Berlin und dann im Vereinigten Berlin hier lebe und auch in stadtpolitischen Auseinandersetzungen beteiligt sind. Es ist sicherlich von außen schwer zu begreifen, was für eine Bedeutung Kotti und Co. für die Berliner Auseinandersetzung hat. Es ist sehr umstritten, es gibt auch Kritik an Kotti und Co., dass sie zu sehr auf die Politik zugehen. Und trotzdem ist es seit Jahren eine Initiative, die all das, was wir uns immer überlegen, wie Organizing aussehen könnte und wie diese verschiedenen Menschen da in den Stadtteilen zusammenkommen könnten, die sonst ja wenig Möglichkeiten haben, ja, sich zu organisieren, weil sie nicht mehr in Gewerkschaften sind, weil sie vielleicht auch natürlich prekär arbeiten, viele der Frauen, ja, also das sind Orte, Nachbarschaften, wie kann das funktionieren, und für viele ist es ein sehr, sehr positiver Bezugspunkt geworden. Und als es anfing 2011, haben wir immer gehofft, aha, wenn das am Cottbusser Tor klappt, dann machen wir das in Neukölln auch, das, oder machen wir das in Friedrichshain auch. Das ist noch nicht passiert, das wäre auch noch mal spannend, da gibt es bestimmt auch viele Fragen zu, ihr werdet ja auch ganz viel eingeladen, warum ist das eigentlich, ist das Kreuzberg, warum hat das noch nicht wirklich diesen Nachahmungseffekt gekriegt. Worauf Kotti und Co. auch keine Antwort hat, aber worauf der Mietenvolksentscheid versucht, eine Antwort zu sein, so habe ich dich auch verstanden, Tashi, ist die Frage oder das Problem der Fragmentisierung. Ich glaube, André, du hast irgendwann mal auf irgendeiner Veranstaltung auf die Frage gesagt, wie viele mietenpolitischen Initiativen gibt es allein in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr sie statistisch, also ob ihr zählt wirklich, aber irgendwie bestimmt 100. Und nicht nur in Kreuzberg und Neukölln, sondern auch in Spandau in der Zwischenzeit und in den aus unserer arroganten Perspektive Außenbezirken. Ich fände es spannend, nochmal von dir zu hören, diese Initiative, die jetzt angelaufen ist, also den Hintergrund, was waren eure Überlegungen und auch was ist die Hoffnung, die damit verbunden ist, auch vielleicht über Berlin hinaus zu sagen, Leute, wenn wir uns ein bisschen mehr anstrengen und zusammensetzen und unsere Differenzen überwinden, dann können wir hier auch was wuppen. Das ist eine tolle Frage. Und Tashi hat ja dankenswerterweise schon so ein bisschen das Gesetz zur Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin vorgestellt, was von einer Reihe von Mieterinitiativen und Aktiven aus unterschiedlichen Organisationen auch in den letzten Monaten entwickelt wurde. Und jetzt im Moment werden die ersten Unterschriften gesammelt, um dieses Gesetz überhaupt im Abgeordnetenhaus zum Thema zu machen, damit dann später ein Volksentscheid, das ist ein direktdemokratisches Instrument, was es in Berlin in der Landesverfassung gibt, genutzt werden kann. Um sozusagen die Reichweite von diesem Gesetz zu beschreiben, weiß nicht, müssten wir uns jetzt sehr ausführlich mit wohnungspolitischen Details auseinandersetzen, die ich aber in dem Moment jetzt gar nicht so in den Vordergrund stellen will. Wenn wir uns die inhaltliche Struktur des Gesetzes ansehen, dann geht es ganz stark, und das ist auch das Ergebnis von einer sehr langwierigen Diskussion gewesen, um die Neuausrichtung der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Also Berlin hat im Moment knapp 280.000, 290.000 Wohnungen, die den kommunalen Wohnungsunternehmen gehören. Das ist übertragbar, glaube ich, auf fast alle anderen Städte, außer Dresden, die haben ja alles verkauft, in der Bundesrepublik. Diese Wohnungsbaugesellschaften, die der Kommune gehören, sind organisiert wie kleine Unternehmen. Ja, die heißen GmbH oder KKG oder sind als Aktiengesellschaften organisiert und benehmen sich in der Regel auch so. Ja, also die Saga in Hamburg, jetzt wollte ich mal ein anderes Beispiel als Berlin nehmen, aber das fällt mir gerade ein, die mussten für im Prinzip für die Elbphilharmonie und für
sozusagen Infrastrukturmaßnahmen, die die Konkurrenzfähigkeit von Hamburg stärken sollte, 500 Millionen in den letzten Jahren abführen. Das sind Gelder, die quasi von den Mieten und also von den Mieterinnen und Mietern von Hamburg sozusagen abgeschöpft worden. Ja, ähnliche Situation in vielen anderen Städten, dass diese Wohnungsbaugesellschaften zur Schuldentilgung oder für sozusagen Zwecke genutzt werden, die eigentlich jenseits ihrer eigentlichen Aufgabe der Wohnungsversorgung liegen. Das ist ein Schwerpunkt, zu sagen, kommunale Wohnungsbaugesellschaften sollen gefälligst so organisiert sein, dass sie gemeinnützige Interessen für die Wohnungsversorgung, vor allen Dingen für die soziale Wohnungsversorgung, erfüllen. Ein zweiter Baustein, den es gibt, und das ist auch wieder die öffentliche Hand, die da gefragt ist, ist ein relativ großer Schwerpunkt zur Einrichtung eines Wohnungsbauförderfonds, der die Fehler, die es im alten sozialen Wohnungsbau und den alten Förderprogrammen, die ja im Prinzip verkappte Wirtschaftsförderprogramme waren mit einer sozialen Zwischennutzung, die so neu gestalten, dass da tatsächlich dauerhaft preiswerte und leistbare Mieten herauskommen. So, das ist das Konzept von diesem Wohnbaugesetz. Da gibt es jetzt schon die ersten Kritiken, die sagen, naja, nur sozialer Wohnungsbau und kommunaler Wohnungsbau, die wirklichen Probleme, die gibt es doch da, wo die Privaten und die Investoren viel Geld mit unseren Wohnungen verdienen wollen. Das ist richtig, aber das Gesetz ist insofern extrem realpolitisch, dass es sagt, in Berlin auf Landesebene ein Gesetz durchzusetzen, was tatsächlich den privaten Wohnungsmarkt, die privaten Spekulationsorientierung, die sich breit gemacht haben in den letzten Jahren, faktisch einzuschränken, ist nicht möglich. Das, was man mit einem Gesetz, so viel Realismus haben die Initiativen, regeln kann, ist, dass die öffentliche Verantwortung für eine soziale Wohnraumversorgung tatsächlich wahrgenommen wird. Ja, und das ist deshalb auch ein richtiger Schritt zu sagen, das ist das erste Gesetz, wenn wir erstmal diese öffentliche Wohnungsversorgung haben, Wohnung als soziale Infrastruktur tatsächlich organisiert ist, in etwa einem Viertel des gesamten Berliner Mietwohnungsmarktes, dann wird man von da ausgehend weitergehen können. Um sozusagen die Tragweite dieser Gesetzesinitiative zu verstehen, will ich, so ähnlich wie wir das jetzt alle gemacht haben, auch nochmal in die Geschichte zurückgehen. Also jetzt nicht bis ins 19. Jahrhundert oder auch nicht allzu lange, sondern in die Geschichte der Mietenproteste in Berlin. Das ist kein Zufall, das ist fast gleichzeitig mit der entstehenden Recht auf Stadtbewegung in Hamburg zum großen Thema der sozialen Bewegung geworden. Seit 2009, 2010 gibt es eine ganze Reihe von Stadtteilinitiativen, von Mietenprotesten, von mietenpolitischen Forderungen, die am Rande von anderen stadtpolitischen Protesten, wie beispielsweise diese große Kampagne Mediaspray versenken, artikuliert worden, weil die Mieten in der Stadt gestiegen sind. Also das wurde immer gern gesagt, naja, Gentrification oder auch das Recht auf Staat, das sind so Modethemen, also die quasi so wie die Sau durchs Dorf gejagt werden und jeder versucht irgendwie ein Stückchen, ein paar Jahre drauf zu reiten. Aber das sind natürlich sozusagen Ergebnisse von ganz realen Veränderungen. Ja, wir haben seit den 90er Jahren in Ost und West, in allen Städten, eine ganz massive Liberalisierung der Wohnungspolitik, eine Liberalisierung der Stadtentwicklungspolitik. Wir haben überall, selbst bei den schrumpfenden Städten, eine Stadtpolitik, die sich darauf konzentriert, die Standortvorteile auszubauen, in Konkurrenz zu anderen irgendetwas sozusagen Entwicklungsperspektivisches zu entwickeln. Und damit sind aber Perspektiven von Unternehmen gemeint, da sind Perspektiven von steuerzahlenden Gruppen gemeint, die man in die Stadt holen will. Damit ist gemeint, große Events in die Stadt zu locken. Ja, ihr habt es jetzt, also euch hat es jetzt erwischt, ihr kriegt hier die Olympia-Bewerbung und das wissen wir aus Berlin, ganz egal. Also es ist ja auch unwahrscheinlich, dass Hamburg da gewinnt, ganz egal, wie das Rennen ausgeht. Also schon diese Werbekampagne wird die Stadt nochmal massiv unter Druck setzen oder wird nicht die Stadt, sondern wird die Armen in der Stadt unter Druck setzen. So, das ist die Situation, die es fast überall gibt. Ich will ein Beispiel aus Berlin benennen, um das ein bisschen plastisch zu machen. Wir haben so Zahlen analysiert, wie die Miete entwickelt ist und wie viel preiswerte Mieten das immer im Angebot gab. Und es war 2007 so, dass wenn du da aus deiner Wohnung ausziehen musstest, weil du nicht mehr darin wohnen wolltest oder weil dein Vermieter gesagt hat, ich will jetzt den doppelten Preis haben, weil ich hier modernisiert habe oder das in eine Eigentumswohnung umgewandelt werden soll, was auch schon 2007 vorkam, dann standen den Berlinerinnen und Berlinern über 100.000 Wohnungen zur Verfügung, die preiswerter waren als die Bemessungsgrenzen, die das Jobcenter setzt. Das heißt, und diese Wohnungen waren in der ganzen Stadt verteilt. Das heißt, bis 2007 war es eigentlich für alle möglich, eine individuelle Lösung für das Wohnungsproblem zu finden. Ja? Wenn meine Wohnung am Helmholtzplatz saniert wurde, dann bin ich zwei Straßen weitergezogen. Ja? Zwei Jahre später musste ich vielleicht in den Friedrichshain ziehen, aber immer noch in 10 Minuten Radentfernung zu meiner Lieblingskneipe. Ja? Wohnungspolitik oder die Spekulation auf dem Wohnungsmarkt, die Verdrängung, konnte immer individuell kompensiert werden.
damals 100.000 Wohnungsangebote. Heute, oder das ist jetzt auch schon eine veraltete Zahl, also 2013 haben wir das letzte Mal gemessen, Wohnungsangebote unterhalb der Bemessungsgrenze in ganz Berlin bei 15.000. Ja? Von über 100.000 auf 15.000, also in Berlin wohnen ja mehr als 3,5 Millionen Menschen, also um die Relation zu finden. So, dieses Angebot heißt, dass nur noch jede 12. Wohnung im Durchschnitt in der Stadt angemessen ist für arme Haushalte. Ja, und da gibt es eine riesige Konkurrenz, weil das wissen auch alle. Wir haben natürlich mehr als 15.000 arme Haushalte in der Stadt. Das heißt, seit 2010, 2011, 2013 haben wir eine Situation, wo Wohnungsprobleme, ja, das Steigen der Miete in meiner Wohnung, die Modernisierungsankündigung, die Umwandlung in eine Eigentumswohnung bedeutet, dass ich nicht nur irgendwo anders hinziehen muss, sondern dass ich möglicherweise gar keine Wohnung finde oder eine Wohnung nur noch dort finde, wo ich wirklich nie hinziehen wollte. Ja, in Brandenburg an der Havel hat der Bürgermeister beschlossen, die Fördergelder für den Rückbau der Plattenbauten nicht mehr anzunehmen, weil er damit rechnet, dass die Berliner Hartz-IV-Haushalte irgendwann bei ihm an die Tür klopfen. Ja, die meisten von denen wollen aber ja weiter in Berlin wohnen. So, und das heißt, ich kann es nicht mehr individuell lösen, sondern ich mache es kollektiv. Ja, so wie es an Kotti und Co. gelaufen ist, wie es von diesen Hauskollektiven haben wir 70 gezählt in der Stadt, wie es 70 andere Hauskollektive gemacht haben, die genauso Nachbarn lernen sich kennen, überlegen, was machen sie, holen sich Rechtsanwälte heran, um sich zu organisieren. So, und was ist das Problem dabei? Also das ist erstmal, oder wie lässt sich diese Situation beschreiben? Das ist erstmal eigentlich ein soziologisches Wunder. Also alle die sich lange mit sozialen Bewegungen beschäftigen, die haben eigentlich immer festgestellt, dass da Gleichgesinnte, die in einer ähnlichen Betroffenheit sind, sich zusammentun. Also dass bestimmte Milieus ökologische Fragen stellen oder dass bestimmte subkulturelle Milieus sagen, na, wir machen mal eine Hausbesetzungsbewegung, um uns selbst verwirklichen zu können. Und alle, die in normalen Mietwohnungen wohnen, ja, nicht nur in Berlin und Hamburg, die wissen, dass die Nachbarinnen, die da in so einem Haus wohnen, die hat man sich nicht ausgesucht, die gehören meistens nicht zum selben Milieu, die gehören meistens nicht mal zur selben Altersgehorte, die wählen andere Parteien, die gehen in andere religiöse Einrichtungen oder überhaupt in solche Einrichtungen. Und das erste soziologische Wunder bei dieser Mieten-Selbstorganisierung, ja, ich habe jetzt von diesen 70 Häusern in Berlin gesprochen, ist, dass die zusammenkommen, eine gemeinsame Sprache finden, sich artikulieren. Ja? Und dieses aus Unterschieden etwas Gemeinsames hervorbringen, das ist sozusagen, du hast gesagt, ihr habt sporadisch da den alten Lefebvre immer herangezogen, um das Recht auf Stadt zu deuten. Das ist ein Moment, was sozusagen in dieser Historie von Recht auf Stadtbewegung ganz zentral ist. Ja, dass man Unterschiede anerkennt und die zum Ausgangspunkt macht, sich selbst zu artikulieren. Also diese Form der Selbstermächtigung. Das Problem dabei ist, also so sozusagen warmherzig, wie wir das als sagen wir, Daueraktivistin in Berlin auch immer beobachtet haben, ist, dass es eine ganz massive Beschränkung von solchen selbstorganisierten Aktivitäten gibt. Und das ist die Kraft, die Zeit und die Ressource. All diese Initiativen müssen so viel Energie aufbringen, um sich als Kollektiv zusammenzuhalten. Die müssen extrem viel Energie aufbringen, um diese Expertise zu gewinnen, die du brauchst. Also du musst dich mit dem sozialen Wohnungsbau beschäftigen, du musst plötzlich irgendwelche Energieverordnungsrichtlinien lesen, weil dein Eigentümer eine Modernisierung mit diesen Fassadenverdämmungen macht und beschäftigst dich dann mit Gutachten, die du eigentlich nicht verstehst, weil du als Mieter und Mieterin möglicherweise ja eine andere Ausbildung hast als Bautechniker oder Rechtsanwalt zu sein. Du musst vor die Gerichte gehen, oder gehst vor die Gerichte, du schreibst Briefe an deinen Eigentümer, du musst sozusagen die Sorgen deiner Nachbarin auffangen, wenn die sagen, ich halte es nicht mehr aus, weil man schon weiß, wir halten das nur kollektiv durch, also je mehr abspringen, umso sozusagen so fragiler wird der Widerstand. Und dass wir dann immer gesagt haben, also von den Gruppen jetzt noch zu verlangen, dass sie sich gefälligst mal ordentlich vernetzen und eine schöne stadtpolitische Forderung oder eine Forderungsliste formulieren, das war eine völlige Überforderung. Ja, und so war es eine relativ lange Zeit in Berlin, dass wir ein sehr fragmentiertes, sozusagen vor sich hin wursteln dieser einzelnen Initiativen hatten, die immer mehr Expertise zusammen gesammelt haben, in ihren einzelnen Auseinandersetzungen auch Teilerfolge erreichen konnten, aber in der Gesamtsumme immer das Gefühl hatten, wir sind nie in der Lage, die Berliner Politik tatsächlich zu beeinflussen. Ja, und wir hatten absurde Situationen, wo sich quasi die stadtpolitischen Initiativen auf den Fluren der Senatsverwaltung die Klinke in die Hand gegeben hatten, weil es nacheinander Termine gab, wo erst der soziale Wohnungsbau und dann die Initiative für die Neuordnung der Liegenschaftspolitik abgewickelt werden sollte, in Gesprächen
eingefangen wurden. Und das Ergebnis, was alle mitgenommen haben nach vielen Jahren, war, es tut sich trotzdem nicht. Ja? Wir sind jetzt, also die hören uns zu, die laden uns ein, der Staatssekretär kommt sozusagen auf die Bierbänke ans Protestgitschikondo in Kotti und Co. Aber außer netten Worten haben wir nichts erreicht. Und aus dieser Frusterfahrung mit der Berliner Politik, das ist ja eine sehr sozialdemokratisch geprägte Politik, die sozusagen jede soziale Rhetorik beherrscht, also wir hören seit vielen Jahren, dass die Ängste und Sorgen ernst genommen werden, dass man alle kommunalpolitischen Möglichkeiten ausschöpft, die es im Wohnungsbereich gibt, und bei den Mieterinnen und Mietern kommt aber eigentlich an, die sagen, dass sie was machen, aber faktisch passiert nichts, meine Miete steigt weiter, hier gibt es immer noch kein Gesetz, was es regelt, und aus dieser Notsituation heraus, also ist dann die Entscheidung gefallen, wir versuchen, ein gemeinsames Gesetz zu schreiben, in dem wenigstens ein Teil dieser Forderung aufgeschrieben werden. Und ein zweiter Moment dabei ist, dass eigentlich das Moment der Selbstermächtigung von diesen kleinen Mieteninitiativen, ja, die Kotti und Co. ist jetzt keine kleine, weil es ein sehr, sehr großer Gebäudekomplex ist, wo über 1000 Familien ja wohnen, aber von diesen vielen Einzelinitiativen, dieser Schwung ist eigentlich jetzt in eine sozusagen noch stärker politische Arena übertragen worden, indem man gesagt, Mieterinnen und Mieter schreiben jetzt ihr eigenes Gesetz. Ja, und das wird sicher viel fachliche Kritik daran geben, weil man in, weiß nicht wie viele Paragraphen, über 50 glaube ich, da wird man den einen oder anderen Aspekt finden, wo man sagt, na, das hätte man auch besser formulieren können, aber man muss immer berücksichtigen, es sind sozusagen die Mieterinnen und Mieter, die das übernehmen, was der Politikbetrieb sozusagen durchweg verpasst hat in den letzten Jahren. Egal, ob man an der Regierung war oder in der Opposition, es gibt sozusagen aus dem parlamentarischen Raum keine Entsprechung, die das sozusagen erfüllen könnte, was mit diesem Mietenvolksentscheid jetzt an Gesetz eingebracht wird. Und diese Repolitisierung, die finde ich, ist der, weiß nicht, das eigentlich Bemerkenswerte dabei. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man in andere städtische Kontexte, egal ob die Städte schrumpfen oder wachsen oder groß und klein sind, eigentlich mit übertragen kann. Also dieses sozusagen doppelte Wunder, dass einerseits, wie bei Kotti und Co. die Situation war, dass diejenigen, über die sonst immer gesprochen wurde, jetzt plötzlich selbst das Wort ergreifen. Ja, also alle, egal ob Linkspartei, linke Aktivisten, Stadtteilgruppen, Mieterverbände, kritische Wissenschaftler, haben immer geschrieben, die türkischen Sozialmieter, für die müsste mal was gemacht werden, und für die armen Leute, die in Kreuzberg wohnen, müsste mal was gemacht werden, oder über die Alleinerziehenden mit ihren Kindern müsste mal was gemacht werden, und jetzt plötzlich sagen die uns allen, also nicht nur der Regierung, sondern auch den linken Wissenschaftlern, Initiativen, das ist prima, dass ihr hier für uns sprecht, aber jetzt sind wir mal dran und artikulieren etwas. Und so ähnlich ist das mit dem Mietenvolksentscheid. Da gibt es natürlich auch jede Menge von institutionalisierten Verbänden und Lobbygruppen, die sich um die Mietenfrage drehen oder die sich an der Mietenfrage profilieren wollen, und auch die müssen jetzt einen Schritt zurückgehen, weil jetzt sprechen die Mieterinnen selber, und zwar mit diesem Mietenvolksentscheid, wo wir unten auch die Listen ausliegen haben. Meine Zeit ist bestimmt abgelaufen. Ne? Ich könnte auch noch weiter erzählen, aber also, und auf diese Frage mit dem, was lässt sich eigentlich übertragen, glaube ich, dass diese Momente von Selbstermächtigung, die es in städtischen Kämpfen gibt, die auch Peter aus Hamburg beschrieben hat, und das Moment der Repolitisierung, wo ein eigenes Gesetz, für das man Unterschriften sammelt, ein Instrument sein kann, eigentlich Dinge sind, die tatsächlich auch Mut machen, dass sich tatsächlich etwas verändert in unseren Städten. Vielen Dank, André. Wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit, was ich super finde. Ich will noch mal ganz kurz fragen, seid ihr jetzt eigentlich ein Mitte-Unten-Bündnis mit eurem Volksentscheid? Ist das sowas? Also, oder kannst du mit dem Begriff was anfangen? Ein Mitte-Unten-Bündnis. Das ist eine Debatte im Umfeld der Stiftung oder auch der Linken, dass wir eigentlich nur was erreichen können, wenn wir diese Spaltung aufheben. Ja? Also, und du sagst ja eher, jetzt sagen die von unten mal den anderen Bescheid, wie es geht. Na, das Interessante ist, glaube ich, dass das Mieten, das habe ich versucht an den Hausgemeinschaften zu beschreiben, dass Mietenfragen ja per se eine Frage sind, die in den allermeisten deutschen Großstädten sowieso die Mehrheit betreffen. Also das heißt, wenn wir eine soziale Strukturanalyse der Aktiven im Volksentscheid machen würden, dann würde man, weiß nicht, auf einen Mitte-Unten Durchschnitt der Gesellschaft kommen, also die ganz Reichen, die sind da nicht so dabei. Eine Sammlerin, die in Zehlendorf sehr emsig mit ihren Freundinnen und Freunden Unterschriften sammelt, die hat gesagt, da ist jemand gekommen, hat gesagt,
so alt wie Sie sind, da muss man doch eigentlich eine Eigentumswohnung haben zur Absicherung. Also sie unterschreibt da nicht. Also das heißt, es gibt eine Grenze, also nicht alle werden das unterschreiben, aber Berlin ist mit dem großen Vorteil ausgestattet, dass wir eine Mieterstadt sind. Wir haben 85% Mieterinnen und selbst wenn nur, weiß nicht, ein Teil davon einsieht, dass die Reorganisierung der Wohnungsversorgungssysteme ein sinnvoller Schritt ist, dann ist da ein riesiges Pool an denen, die man erreichen will. Und ich glaube, dass die Mobilisierung, die ich hier beschreibe, so ein bisschen quer zu sozusagen politischen Kategorien steht, also dass wir aus sehr unterschiedlichen, weiß nicht, politischen Kulturen auch Leute dabei haben, die da aktiv sind und dass das aber bisher keine Rolle spielt. Ja? Und wir wissen aus Einzelgesprächen auch, dass da Leute ganz aktiv in der Mieterbewegung sind, die früher FDP gewählt haben oder die über viele Jahre hinweg Basismitglieder in irgendwelchen CDU-Ortsgruppen oder wie immer die dort heißen, sind. Und da sind Linke und Grüne dabei und häufig weiß man es nicht mal voneinander, weil es einfach unerheblich ist, wenn wir darüber sprechen, wer jetzt eigentlich den Anwalt anruft, damit irgendetwas in Gang kommt, wer die nächsten Blätter kopiert. Also insofern ist es, glaube ich, mit so politischen Großeinordnungen nicht gut zu erklären. Okay. Aber es ist ein mehrheitsfähiges Thema. Also davon bin ich relativ überzeugt und auch alle, die da jetzt mitmachen. Ich sehe schon die ersten Hände, die sich strecken. Wir haben Saalmikrofone, wo sind die? Hier, auf beiden Seiten. Ich fände es gut, weil wir ja auch vorhin gesagt haben, es war bisher immer Berlin, Hamburg, hier vorne auf dem Podium, wenn ihr kurz sagt, woher ihr kommt und wer seid, dann haben wir irgendwie so einen Eindruck, Fragen, Kommentare. Ich würde sagen, hier, Max, du warst Heike, dann gehe ich auf die andere Seite. Aber es gibt da auch noch einen Saal. Da, der junge Mann hat da auch noch Hallo, Mikro. Hallo. So. Ja. Kurz zu mir. Und wir sammeln vielleicht Fragen auch nochmal. In den 80ern, Anfang der 90er, gehörte ich auch dazu, zu diesen Mietenaktivisten in Berlin. Aber ich bin mittlerweile, ich wohne zwar noch hier, aber ich arbeite in Thüringen, beschäftige mich damit. Das ist eine völlig andere Realität tatsächlich. Und so, davon kann man eigentlich nur träumen. Aber ich habe eine Frage. Also ich bin sehr dankbar für die drei Beiträge und auch für Brites Einleitung. Ich finde es auch sehr angenehm und sehr aufschlussreich. Aber es gibt einen Punkt, auf den seid ihr nicht eingegangen. Und das ist doch, denke ich, eine ganz wichtige Frage. Was für ein Verhältnis habt ihr zu den beiden Parteien, von denen man erwarten könnte, dass die ganz eng dran sind? Was ist mit der Linken, die ja immerhin Regierungspartei war in Berlin, und was ist mit den Grünen? Die kommen, also ihr habt über die SPD gesprochen, aber was ist mit den beiden? Nur diese bescheidene Frage. Okay. Wir werden die beantworten. Heike ist von Hamburg. Wir haben, ja, komm nach vorne. Wir haben Heike eingeladen. Heike Sudmann aus Hamburg, die aus der Linken kommt. Ne? Auch mal nochmal aus ihrer Sicht was dazu zu sagen. Da du das jetzt sofort angesprochen hast, zack, ist das jetzt der Zeitpunkt. Es passt andererseits kann ich nicht zu Berlin, also wenig zu Berlin sagen. Ich kann nur einfach sagen, wie das Verhältnis der Linken in Hamburg ist, was wir versuchen innerhalb der ganzen Bewegung zu machen. Man muss vielleicht vorausschicken, dass natürlich das, was Peter beschrieben hat und auch die anderen beschrieben haben, du hast immer ganz unterschiedliche Initiativen. Du hast Menschen, die aus reiner persönlicher Betroffenheit auf einmal anfangen, sich um Politik zu kümmern, weil sie merken, bei mir soll was abgerissen werden, obwohl ich in einer Genossenschaft bin. Oder die merken, meine Mietpreise steigen, warum eigentlich? Die aber sich vorher nie irgendwie um Politik gekümmert haben. Und da versuchen wir als Linke, zum einen, ich sag mal, Wissen auch weiterzugeben, wir versuchen zu unterstützen. Beim Recht auf Stadtnetzwerk ist es zum Beispiel eine ganz klare Ansage, da haben Parteien nichts zu suchen da drin. Das finde ich auch richtig, weil du hast ja auch innerhalb der Parteien sehr unterschiedliche Vertreter und Vertreterinnen. Es gibt Menschen, die sich mit einem breiten Arsch dann da hinsetzen und sagen, wir sind die Bewegung und wir erzählen euch jetzt mal, wie ihr die Bewegung macht. Das tun wir in Hamburg glücklicherweise nicht. Und wenn ich wir sage, rede ich eben sowohl von Stadtteilgruppen der Parteien wie von Bezirks-, also Land-, was ich sagen, Bezirks- oder Kreisverbände und Kreisabgeordnete und eben Landtagsabgeordnete. Wenn die Linke sagt, wir unterstützen, das heißt, dass wir anbieten, wir versuchen dann Öffentlichkeit herzustellen, wenn es für sich geht. Wir versuchen das über Anfragen, über Anträge zu machen. Gut, mit Geld können wir ab und zu auch was machen, zwar nicht so viel, aber ich glaube, was der wichtigste Punkt ist, ist, dass wir im Prinzip auch oft, also ich in meiner Arbeit, eine Vernetzung mache. Weil was Peter beschrieben hat, die Initiativen, die sich 2009 zusammengetan haben,
Da gibt es auch welche, die beim Recht auf Stadtnetzwerk das Gefühl haben, das ist ein bisschen intellektuell, ich verstehe die nicht. Also die Sprache ist nicht immer die gleiche. Es hat ja auch schon dieses Nordnetzwerk gegeben, was dann gesagt hat, die sind so zentriert, es hat Peter so schön gemalt, nur auf St. Pauli, auf einen Stadtteil, alles was weiter weg ist. Und weiter weg fängt dann schon an, nach 2 oder 3 S-Bahn- oder U-Bahn-Stationen, da machen sie dann, sagen sie, wir fühlen es nicht angesprochen. Und gut, für Berlin, das weiß ich nicht. Und was wir eben als Partei anbieten, ist, dass wir zum Beispiel gesagt haben, wir laden euch gemeinsam ein, wir machen den Austausch unter euch, wir schreiben nicht vor, es soll das und das gemacht werden, wäre völlig absurd. Und wir haben ein ganz gutes Mittel auch genutzt, um den Austausch mit Berlin zu machen. Es gibt ja die Möglichkeit, der Bundestagsabgeordneten Bundestagsfahrten zu machen. Unser Hamburger Bundestagsabgeordneter hat uns die Bundestagsfahrten selbst organisieren lassen. Wir waren mit 50, 60 Leuten jetzt 2-mal schon in Berlin. Wir haben das eine Mal Kotti besucht unter anderem. Wir waren bei der Tempelhof-INI, um einfach auch die Vernetzung auch über die Städte hinaus herzustellen, um zu sehen, ey, wie habt ihr das denn gemacht? Wir haben da auch die Leute von Olympia getroffen. Leider hat uns ja der Kelch jetzt erwischt, dass wir eine Olympia haben. Auch das ist einfach dann gut, um es zu vernetzen. Und eine Olympia ist zum Beispiel ein Beispiel, wo die Linke zuerst mit dem Protest war. Wir haben es im Parlament immer abgelehnt. Es gab noch keine Bewegung. Die hat sich danach erst entwickelt. Das heißt, ab und zu stößt die Partei, stoßen die Fraktionen auch was an. Aber ich finde immer, unsere Rolle ist dabei so ein bisschen, ich sag mal, Dienstleistung, aber gleichzeitig auch das Übergeordnete herzustellen. Ich habe zu Anfang ja gesagt, es gibt Initiativen, die nur aus reiner Betroffenheit anfangen, die nicht den Zusammenhang sehen, die nicht sehen, es hat was damit zu tun, dass diese Stadt einfach nur noch in Hamburg oder auch in Berlin nur noch vermarktet werden soll. Dass es nur noch darum geht, wer Geld hat, darf auch in der Innenstadt leben, wer kein Geld hat, soll weiter außen leben. Und das, finde ich, ist eine der wichtigen Rollen der Parteien. Da jetzt schon die Zeit fortgeschritten ist, streiche ich den ganzen Rest. Entschuldigung? Ja, ich habe jetzt also nur für Hamburg gesprochen, weil ich hatte einen gesetzten Kommentarbeitrag, deswegen. Wir hatten Heike gebeten, deswegen ist das jetzt in Ordnung. Also das hatte ich, glaube ich, am Anfang gesagt, auch nochmal aus Ihrer Sicht was zu sagen. Es gab hier sofort das Bedürfnis, glaube ich, auf diese Frage Betroffenheit, also die Betroffenen, und wir stellen die größeren Zusammenhänge her, ganz kurz zu reagieren, und dann kommen die anderen dran, die sich gemeldet haben. Also ich glaube, die stärkere Mieterinnenorganisierung in Berlin hat als sozusagen gemeinsamen Ausgangspunkt ganz stark gehabt, dass überhaupt nichts mehr von den Parteien erwartet wurde. Also alle Parteien, inklusive die Linke, waren an massiver Privatisierungspolitik von öffentlichem Wohnungsbaubestand, Verschiebung, also sozusagen Stopfen von Haushaltslöchern auf Kosten der Wohnraumversorgung beteiligt. Und es war irgendwie auf Gesetzesebene, was Mieterschutz angeht, war auch keinerlei Initiative, die wirklich einen Unterschied gemacht hätte, zu erkennen. Und wir haben ganz klar gesagt, okay, nee, wir, immer muss man alles selber machen, ist so ein bisschen unser Grundtenor gewesen. Und wir haben selber die Experten, die Expertise organisiert, wir haben selber die Broschüren geschrieben, wir haben selber die Gesetzesentwürfe gemacht. Und wir sind gerade uns als Kotti und Co. wird ja immer vorgeworfen, dass wir so viel mit der Politik reden würden. Und natürlich ist es hilfreich, wenn jemand mal eine Anfrage stellt oder so. Aber de facto, also wofür wir keine Parteien brauchen, ist für Vernetzung, das machen wir selber. Wofür wir keine Parteien brauchen, ist eine gewisse Form Expertise. Konkrete Unterstützung, und es war wirklich Unterstützung von unseren Forderungen, nehmen wir sehr gerne in Empfang. Dabei sind wir auch sehr gut damit gefahren, das mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein als die Forderungen der Mieterinnen darzustellen, was sie sind, und nicht irgendwie Anleihen nehmen zu müssen. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich in, weiß ich nicht, Gremien oder anderen gemeinsamen Konsens herzustellen. Aber da sind wir dann auch diejenigen, die hinter den Kulissen versuchen, eine gemeinsame Erklärung zum Beispiel zu dem Gremium vom Senat zum sozialen Wohnungsbau. Dann sind die Initiativen, die alle ehrenamtlich arbeiten, diejenigen, die dann koordinieren, dass die verschiedenen wohnungspolitischen Sprecher der Parteien, die sehr wohl bezahlt sind, gemeinsam eine Erklärung abgeben. Also es ist, sorry. Nein, muss ich gar nicht entschuldigen. Lass uns noch mal ein paar Erfahrungen aus anderen Kontexten, Städten vielleicht einholen. Es gab hier eine Wortmeldung und hier vorne, ich weiß nicht, ich sehe nicht so super, dann Sie und dann hier vorne. Ich weiß.
Ja, Siegfried Schlegel, Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnen und Stadtentwicklung. Ich bin Stadtrat in Leipzig und dort Sprecher für Stadtentwicklung und bin jetzt gewählt worden als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des kommunalen Wohnungsunternehmens. Möglicherweise passe ich dann nicht in diesen Raum rein, aber ich habe das so verstanden, das Angebot, diese Verantwortung zu übernehmen, dort auch linke Politik in dem Aufsichtsrat zu betreiben. Deshalb jetzt auch mal ein paar konkrete Fragen mit. Wie sollen die sozialen Wohnungsprobleme in Hamburg gelöst werden, wenn es dann diese Initiative dort nicht mehr gibt? Also wird es ja doch wieder von oben gestaltet. Wie sollen jetzt soll soziale Wohnungspolitik in Hamburg gelöst werden, wenn dann dieses Netzwerk irgendwie nicht mehr so richtig dort funktioniert? Dann mein Hauptdilemma, was ich wahrscheinlich auch mit dem Podium habe, da oben sitzen nur die Stadtstaaten, die großen Stadtstaaten. Das Dilemma wahrscheinlich in den großen Stadtstaaten Berlin und Hamburg speziell ist, dass sich offensichtlich die ganzen Abgeordneten dort nur als Abgeordnete, sprich als Gesetzgeber, verstehen und nicht als Kommunalpolitiker, obwohl sie eigentlich das gleichzeitig mit sein müssten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch so, dass in den Aufsichtsräten dieser kommunalen Wohnungsunternehmen in Berlin, es kann sein, dass ich mich irre, aber ich hatte es so vernommen, nur Vertreter der Senatsverwaltung sitzen. Dann kann das ja, ich sag mal, korrigiert werden. Und dann muss ich natürlich fragen, was haben dann die Vertreter des Abgeordnetenhauses, dann auch der Parteien, und das muss ja nach Proporz passieren, dann konkret dazu. Aber ist das jetzt eine Frage an das Podium? Also die erste Frage An die Mitglieder des Podiums, weil okay. Wir ja in einer normalen Stadt, die also nicht Stadtstaat sind, ja doch das möglicherweise ein bisschen anders machen. Dann die Frage Kampagnen, Mietminderung und dann die Frage mit den Betriebskosten. Also wir haben seit 1999 übrigens auf Antrag damals der PDS einen Betriebskostenspiegel auch, wo das also für denjenigen nachvollziehbar ist, muss sich aber auch jeder darüber im Klaren sein, welche Betriebskostenarten beeinflusse ich möglicherweise selbst. Da kann ich mich aber auch gleichzeitig prüfen. Dann ist die Frage, in den kommunalen Wohnungsunternehmen ist es ja wohl möglich, auch zum Beispiel Mieterbeiräte zu bilden, die dann zumindest, sage ich mal, mit Informationsrecht ausgestattet werden und dann ihre Fragen loswerden können. Also unmittelbar. Ich bitte mal darum, wir sind hier zum Erfahrungsaustausch, diese Sachen, und deshalb stelle ich mich auch diesen Fragen. Und das nächste ist, was konkret dieser Volksentscheid macht. Begehrt. Ist es wirklich so, dass ich dort die mit einer Stiftung, da gibt es nämlich dann nur einen Stiftungsrat, der dann auch bloß wieder ein paar ausgewählte Kontrolleure hat, möglicherweise machen sie das alles ganz dezentral. Das ist aber die Frage, wie es gesetzlich ausgestaltet wird und ob sie das dann wirklich haben. So, und dass es dann doch der öffentlichen Kontrolle unterzogen wird. Und allerletzte Frage, wie wollen Sie bei 280.000 Wohnungen hochgerechnet, 2 Bewohner, 560, das habe ich also, ich sage mal, ganz extrem hochgerechnet, 560 Wähler, die dann dafür eintreten, dann sagen, dass die dann das nötige Quorum beim Entscheid, möglicherweise beim Begehren ist es eine einfache Hürde, aber beim Volksentscheid, denn die meisten wohnen ja, so wie Sie selber festgestellt haben, bei privaten Vermietern oder auch bei Wohnungsgenossenschaften, und die sind von diesem Entscheid nicht berührt. Danke. Danke für die vielen Fragen. Die letzten, denke ich, beziehen sich fast alle auf den Volksentscheid. Da gibt es ja auch hier in Berlin schon auch Differenzen oder unterschiedliche Positionen. Ich würde trotzdem jetzt nochmal, um möglichst verschiedene Aspekte auch mit in die Diskussion zu bringen, Sie bitten, dann da hinten und dann so. Ja. Also ich heiße Jörg Simon und bin mittlerweile, also zur Vorgeschichte, ich habe über 20 Jahre in einem Stadtplanungsamt im Tempelhof Schöneberg heißt der Bezirk, gearbeitet und habe dann, nachdem ich dort in Rente gegangen bin, erstmal 5 Jahre lang mich von dem Amtsstress in Anführungsstrichen erholt, bis ich dann eines Tages mal den Sachsendamm runtergefahren bin und dort gesehen habe, dass dort an einer Stelle, wo früher eine Radrennbahn des Landes Berlin war,
ein Möbelkaufhaus entstanden war. Und da habe ich gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass die Behörde, in der du Jahrzehnte gearbeitet hast, dieses Ding da genehmigt hat. Und das waren also 5 Jahre, nachdem ich dort raus war, habe ich dann in den verschiedensten Initiativen mitgearbeitet und bin jetzt mittlerweile in einer Zusammenfassung von Initiativen in Tempelhof-Schöneberg, die nennt sich Kiezpalaver. Da sind ganz unterschiedliche Ansprüche da, aber das, weswegen ich mich gemeldet habe, ist Folgendes. Es gibt nach meiner Einschätzung Zusammenhänge, die also hier auch weniger in der Podiumsdiskussion angesprochen wurden, die aber in der Entwicklung in der Stadt eine größere Rolle spielen, Zusammenhänge zwischen Stadtplanung, also das, was bei Bebauungsplänen stattfindet oder was im Baugenehmigungsverfahren stattfindet, und den Mieten. Also diese Gentrifizierung, die ja angesprochen wurde, die hängt ja ganz wesentlich auch, jedenfalls nach meiner Einschätzung, mit diesen stadtplanerischen Entwicklungen zusammen. Und gerade auf dem Sektor, wenn es darum geht, ich denke da an Mauerpark oder auch an Lichterfelde Süd oder auch in Schöneberg an die Bautzener Straße. Und da sind zum Teil also die Leute, die auch in diesem Kiezpalaver drin, dass es da also Zusammenhänge zwischen der Mieterbewegung und solchen Bürgerinitiativen, die sich jetzt mehr oder weniger differenziert gegen das, was dort baulich stattfinden soll. Das ist natürlich alles heutzutage jenseits von Gut und Böse, weil also die Stadtplanungsämter das jetzt noch zum Schluss sich im Grunde kaum noch daran orientieren, was beispielsweise in solchen im Grunde die Bauleitplanung bestimmenden, aber der Beitrag für die Diskussion. Für die Diskussion war mir wichtig, diesen Zusammenhang zwischen der Planung der Stadtplanung, der Gegenbewegung, die es da gibt, und der Mieterbewegung. Diese Zusammenhänge gibt es natürlich, und natürlich haben wir hier heute nicht die Chance gehabt, all diese verschiedenen Aspekte anzusprechen. Ich würde jetzt sagen, hier ist, sorry, also erst in der von mir aus dritten Reihe und dann dich habe ich auch. Einfach versuchen. Das andere Mikro? Hälfte, Mann. Vielleicht nehmen wir das zweite Mikro, es gibt ja noch ein zweites. Sonst kommt ihr nach vorne. Ja, okay, jetzt hört man mich. Okay, vielen Dank. Ich richte mich mal ein bisschen konkret direkt an Tashi und an André. Kannst du ganz kurz sagen, bist du aus Berlin? Ich bin Oliver Höfinghoff, komme aus Berlin und bin da auch mietenpolitisch aktiv. kann man so sagen. Wie gesagt, an euch beide, weil ihr ja auch mit zum Initiatorenkreis des Mietenvolksbegehren kommt. Und was mich an der Stelle erstmal sehr positiv bewegt hat, war die Tatsache, dass ihr euch mit dem Volksentscheid für eine Miethöhe basierend auf der Einkommenshöhe. Großartiges Ding. Ich habe dann später noch einen Radiobeitrag gehört, in dem der Vorsitzende des Bundesverbands der Grundstückseigentümer zitiert wurde mit den Worten, das wäre ja Sozialismus. Also soweit schon mal Applaus von mir. Es war allerdings auch ein Punkt dabei, den ich nicht so wirklich verstanden habe, also als Inhalt des Volksbegehrens. Und zwar sollen die die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften umstrukturiert werden in Anstalten des öffentlichen Rechts, habe ich richtig in Erinnerung. Und die wiederum mit einem gemeinsamen Beschaffungspool ausgestattet werden. Und genau da ist so ein bisschen mein Problem. Erfahrungsgemäß dem, was man so aus diesen Zusammenfassungen von Anstalten des öffentlichen Rechts gehört hat, beziehungsweise so direkt an Erfahrung gemacht hat, sind die eher korruptionsanfällig für die Menschen, die dort unmittelbar betraut sind mit der Verwaltung dieser und vor allem mit der Vergabe der Aufträge. Da stellt sich mir halt erstmal die Frage, warum habt ihr dieses Mittel gewählt oder diese Rechtsform gewählt? Und warum nicht zum Beispiel GGMBH als Mittel der Wahl oder als Gesellschaftsform der Wahl ausgewählt?
die ja sehr wohl auch eigentlich keine Gewinnerzielungsabsichten verfolgen. Dankeschön. Danke für die Frage. Also wir haben jetzt mehrere noch Beiträge und die Frage ist, gibt es noch mehrere, die sich tatsächlich auf diesen konkreten Volksentscheid beziehen? Dann könnten wir das bündeln. Es wird auf jeden Fall noch eine Runde hier auf dem Podium geben. Die schreiben schon ganz eifrig mit, auch auf die Fragen aus Leipzig zu antworten. Ich würde aber trotzdem gerne noch zwei, drei andere Aspekte anschließen und dann glaube ich, sind Sie endlich an der Reihe, dann du hier vorne und dann... Ja, und dann teilen wir es hier auf dem Podium und dann, wenn hier die Antworten, die tollen Antworten kommen. Ja, Reinhard Nerke, ich komme aus Moabit. Ich kenne auch etliche Leute, die unter all diesen sozialen Drücken, weil sie arm sind, leiden. Ich habe aber zwei ganz konkrete Datenfragen. Das eine ist, diese Informationen, doppelte Betriebskosten als im Berliner Durchschnitt ist wirklich hochbrisant und flächenhaft brisant und insofern wirklich die Frage ganz genau, ich lese auch immer den Berliner Mietspiegel und so, da stehen ja auch solche komischen Daten drin, weil das im Prinzip nicht geht, das muss ja alles rechtlich einwandfrei überprüfbar sein, das ist eigentlich kein Problem, aber wo sind solche konkreten Daten der Wohnungsbaugesellschaften mit dieser Information, doppelte Betriebskosten als Berliner Durchschnitt, wobei der Berliner Durchschnitt ein Problem ist, aber interessiert mich schon lange, ist auch extrem wichtig für die allgemeine Bevölkerung, für die bürgerliche Presse, überall wird darüber wenig zu hören sein. Also bitte Daten, wo, wie, ganz genau, möglichst viele und so. Und das andere ist ein ganz anderer Punkt, der noch nicht angesprochen ist, der mich aber permanent beschäftigt angesichts der rücksichtslosen Weiterverdichtung des steinernen Berlins. Ich möchte gerne die Wirkung von Grundstückspreisen auf das Folgende, was dann da draufsteht und letztlich auch auf die Mieten. Wer untersucht die öffentlich zugänglichen Kaufpreissammlungen, die nach Baugesetzbuch angelegt werden müssen? Und dieses Thema wird überhaupt nicht angesprochen. Das ist aber ja eine uralte stadtökonomische Frage, nämlich die Nutzung des der Bodenwert wird verliehen durch öffentliches Handeln, nämlich durch die Zulässigkeit von zulässigen Dichten. Das heißt, wenn ich 10 oder 20 Geschosse habe, habe ich eben das Doppelte pro Quadratmeter Grundstück. Sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Aber ich glaube, Sie werden Verständnis haben. Ja, ich will nur sagen, dass ich gerne da wissen möchte, ob es Initiativen, Gruppen, Experten gibt, die sich damit so genau beschäftigen, dass man das auch viel mehr in das tägliche Baugeschehen und in die entsprechende interessierte Öffentlichkeit bringen kann. Das Thema hat natürlich noch viel weitere Weiterungen, auch innere Widersprüche, ist aber trotzdem extrem wichtig, um Transparenz in das, was hier in Berlin geschieht. Da kommt noch ein ganz kleiner anderer Aspekt dazu, nämlich, dass in ganz West-Berlin die alte Baunutzungsplanung von 1960 gilt. In Ost-Berlin gilt die nicht, weil da 1960 kurz vor der Mauerbau war. Und deswegen wird in West-Berlin mehr oder weniger flächendeckend ohne neuen Bebauungsplan, ohne Bürgerbeteiligung, ohne Umweltprüfung gebaut, immer unter dem Rückgriff auf den Baunutzungsplan von 1960 in Verbindung, man höre genau hin, auf das preußische Fluchtliniengesetz von 1875, die Straßenbegrenzungslinie, die dafür wichtig ist, damit das ein qualifizierter Bebauungsplan im Sinne des heutigen Rechts ist. Ich weiß, das ist jetzt eine Überforderung, trotzdem muss das hier gesagt werden. Für viele ist das bestimmt auch neu. Ja. Ich sehe hier nur in der Debatte eine Frage oder ein Problem, dass wir natürlich bei Wohnungspolitik und diesen ganzen Mietenfragen schnell in sehr spezialisierte Diskussionen kommen und wir immer wieder Veranstaltungen haben, wo wir eigentlich neue Leute ins Boot holen wollen
Und natürlich können wir all diese Fachfragen, ich bin mir sicher, André und Tashi und Leute im Saal haben Wissen dazu, aber wir können die natürlich nicht in einer Form hier präsentieren, die ne, den Leuten, die jetzt hier vielleicht angereist sind, aus anderen Städten wirklich großartig interessiert. Deswegen die Bitte an die, die sich jetzt noch gemeldet haben, vielleicht habt ihr weniger fachspezifische Fragen, sondern eher vielleicht Fragen, die auf so Ebenen sind, wie schaffen wir es, größere Bündnisse ja, und sowas hinzukriegen. Ich glaube, du warst zuerst und dann sie und sie und da hast du wieder irgendwie das kaputte Mikro. Gibt es noch das zweite? Man kann Mute drücken, hallo. Ah ja, super. Okay. Jonathan Klein, ich wohne momentan in Offenbach. Mich hatte interessiert, wie ihr die Politisierungsprozesse einschätzt in Bezug auf die Subjektivität der an den Kämpfen Beteiligten. Also ist es erstens eine nachhaltige Politisierung oder erschöpft es sich danach und geht es über die partikularen Kämpfe hinaus? Also findet irgendwie so also ein Reflexionsprozess statt, wie eigentlich die partikularen Kämpfe mit allgemeineren gesellschaftlichen Entwicklungen zusammenhängen oder bleibt es eigentlich sehr partikular? Also sind das auch Anknüpfungspunkte für weitere Kämpfe? Danke. Vielen Dank. Wir nehmen jetzt noch zwei oder drei Beiträge dran und dann haben wir noch hier die Möglichkeit, 20 Minuten oder eine gute Viertelstunde nochmal ein Feedback oder Antworten zu geben. Ja, Pierre Barko, mein Name aus Dresden. Ich würde gerne auf die Gefahr hin, dass den Rahmen hier zu sprengen, aber nochmal auf das zweite Thema zu sprechen kommen, was in der Ankündigung angesprochen war, und zwar die das Recht auf Stadt in Bezug auf öffentlichen Raum, also Straßenplätze, Parks etc. Da gibt es ja sowohl in Hamburg als auch in Berlin ziemlich viele, naja, negative Beispiele, wie Privatisierung stattgefunden hat, aber dass ihr da vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingeht, was für Initiativen es da gab, also zivilgesellschaftliche Initiativen, und vielleicht auch ganz kurz anreißt, wie das Zusammenspiel zwischen Politik und diesen Initiativen ist. Danke. Okay, also öffentlicher Raum, Initiativen, und dann nehmen wir jetzt noch diesen Beitrag. Mein Name ist Günter Wietra, ich komme aus Bad Hersfeld. Das ist so 160 Kilometer von Frankfurt entfernt, direkt an der Zonengrenze. 30 Kilometer war die Grenze weg. Und ich habe eine Frage, kann man da die Probleme, die in Berlin und in Hamburg aufgetreten oder die ihr habt, kann man die auf auch so kleine Städten wie Bad Hersfeld zum Beispiel runterordnen? Oder kann man sagen, dass die Probleme da ähnlich sind? Oder muss man lieber nicht dafür sorgen, dass die jungen Leute in den kleinen Städten bleiben, weil sie da weniger Chancen haben, da einen Beruf zu kriegen? Die wandern, die gehen ja weg in die Großstädte, um einen Job auszuüben. Ob da nicht eine Möglichkeit besteht, dass die Leute dann eben, die jungen Leute in den kleinen Städten bleiben, dass die eben nicht so viele Leute in die Großstädte kommen, dass die Mieten dann eben, oder dass nicht so viele Leute in den Großstädten wohnen. Vielen Dank auch für diese letzte Frage. Ich bin dafür, vom Konkreten dann zum Allgemeineren zu kommen und jetzt erstmal die kritischen Anmerkungen und Fragen ganz speziell zum Berliner Volksentscheid und was da geplant ist, zu beantworten, und dass wir dann nochmal auf diese allgemeinere Frage kommen, Politisierungsprozesse, vielleicht auch nochmal, Max, auf deine Frage, ja, also wie ist es mit den Parteien, und das, was hier am Schluss nochmal Thema wurde. Wer möchte anfangen? André, du vielleicht? Ich fange mal mit den spannenden Fragen aus Leipzig an, die sind ja so ein bisschen in so einem konfrontativen Ton vorgetragen worden, aber das sind das ist sozusagen die Art, mit der wir sonst hier umgehen, aber das sind genau die Fragen, die wir uns ja auch, egal, das sind jedenfalls die Fragen, mit denen wir uns beim Schreiben von dem Gesetz genauso auseinandergesetzt haben, also, und was zum Beispiel diese Kontrolle der kommunalen Wohnungsunternehmen angeht, ist es so, es gibt auch einzelne Abgeordnete, die in den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sind, da sind Vertreterinnen von den Bezirken mit dabei, aber die ganze Arbeit des der Aufsichtsräte, die ist völlig intransparent. Also wenn die da mal was Interessantes erfahren, dann dürfen sie darüber nicht sprechen oder so ist es in Berlin organisiert. Und weil wir sozusagen dieses Gefühl haben, dass die Wohnungsbaugesellschaften eigentlich der öffentlichen Kontrolle entgleiten, also das ist der Grund, warum gesagt wurde, wir wollen sie anders organisieren, also um beispielsweise über Kontrollgremien, Aufsichtsräte die Position der politischen Kontrolle, aber auch die Stimme von Mieterinnen und Mietern dort und auch der Beschäftigten in den Betrieben stärker berücksichtigen zu können. Das ist die Idee, die wir da haben. Und wenn man aus Leipziger Perspektive sagt, das ist was es bei uns in der Kommune schon gibt, dann sozusagen nennen wir das demnächst Leipziger Modell. Aber wir organisieren es halt tatsächlich dann nicht, wie
Oliver ja schon gesagt hat, als GmbH oder KKG oder Aktiengesellschaft, sondern die Idee ist, ein Konstrukt des anstatt öffentlichen Rechts zu nehmen. Und das ist ein Ergebnis von einer sozusagen auch ausführlichen Diskussion, weil wir mit verschiedenen Rechtsformen uns auseinandergesetzt haben und gesagt haben, wir suchen nach einer Rechtsform, die sozusagen schon in ihrer formalen Struktur sozusagen markiert, hier geht es nicht um einen wirtschaftlichen Zweckbetrieb, hier geht es um etwas anderes. Und dann, das hast du auch gesagt, gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, weil die Gemeinnützigkeit, die Wohnungsgemeinnützigkeit für den Wohnungsbereich seit, also das ist ja das, was die Bundesrepublik noch bevor sie sich erweitert hat, abgeschafft hat, die gibt es nicht. Und aus der Diskussion mit vielen Expertinnen und Experten haben wir gesagt, anstatt öffentlichen Rechts kann den Gemeinnützigkeitscharakter eigentlich am besten zum Tragen bringen und haben genau aus dieser Gefahr, die es ja aus diesen großen Staatsanstalten dann teilweise gibt, von Korruption oder Intransparenz, ich glaube, das ist der größte Abschnitt in diesem ganzen Gesetz, diese verschiedenen Kontroll-, Transparenz-, Mitsprache-, Möglichkeiten, die wir versucht haben, dort hinein zu formulieren. Und wahrscheinlich wird es sich erst in der Praxis dann erweisen, wie das in den allermeisten Gesetzen ist, aber sozusagen die Intention der Auseinandersetzung ist eigentlich genau, wie ihr das jetzt sozusagen auch mit den Fragen angesprochen habt. Ich gehe mal so ein bisschen zu Sachen rüber, für die ich mich noch berufen fühle in den Anfragen. Betriebskosten, also auch in Berlin gibt es den Betriebskostenspiegel, das, was Mieterinnen dann in den konkreten Mietverlangen oder in ihren Mietzahlungen und in den Betriebskostenauflistungen feststellen, ist, meine Miete ist zu hoch. Und das ist im Übrigen, also die durchschnittlichen Betriebskosten, die findet man im Berliner Mietspiegel inzwischen. Ob meine eigene Miete oder die in meinem Haus doppelt darüber liegt oder darunter liegt, das erfahre ich aus den Betriebskostenabrechnungen, die mir hoffentlich zugeschickt werden regelmäßig. Also das ist ein relativ simpler Abgleich. Und das Problem ist aber, dass ganz viele Mieterinnen und Mieter sozusagen, ist das schon zu kompliziert, also dass da Betriebskostenabrechnungen kommen und diesen Weg zu gehen, wir schauen uns das an, wir kontrollieren das, wir versuchen hier unser Recht auch tatsächlich einzuklagen oder durchzusetzen. Das ist der Weg, den man sozusagen gehen muss. Und das ist sozusagen eine Erfahrung, die Mieterinnen ganz viel machen. Also dass es nicht ausreicht, sich einfach auf bestehende Gesetze und Regularien oder Standards zu verlassen. Also das ist eins der häufigsten Sätze in den Problemhäusern, wo Verdrängung, Mietsteigerung stattfinden, ist, dass mir so eine Ungläubigkeit entgegenkommt. Also dass die Leute sagen, so, ich war jetzt auch schon beim Mieterverein oder bei der Mietergemeinschaft, beim Mieterbund und die haben sich das angeguckt und das ist rechtmäßig, dass meine Miete, ja, Beispiel Kopenhagener Straße, um 9 Euro steigt nach der Modernisierung. Ja, da guckt man jetzt und sagt, das kann ja gar nicht sein, das haben die Mieterinnen auch gesagt, aber alle Anwälte sagen, ja, also die Modernisierungsankündigung ist völlig korrekt formuliert. So, und das ist die Grenze, wo es darum geht, ich kann mich sozusagen nicht mehr nur auf diese Regeln, die gesetzt sind, die auch vielleicht kommunalpolitisch mit gerahmt werden, verlassen, sondern ich muss mich selber darum kümmern. So, und das ist die Erfahrung, die dann auch in dem Mietenvolksentscheid oder in dieser Initiative sozusagen nochmal einen Ausdruck kriegt, sich selbst darum kümmern zu müssen. Ja? Und zur Not müssen wir offensichtlich die Gesetze selber schreiben. Und das können wir nachher nochmal dann mit der die Parteifrage aufgreifen. Also, die ist wahrscheinlich in den einzelnen Ländern, ihr habt es ja jetzt als Regierung auch, ne? Also das ist ja in den einzelnen Ländern und Städten sozusagen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen verbunden und die Berliner Mieterinnenbewegung, die ist so stark geworden in ihrer Form, wie sie jetzt da ist, weil sie von allen verlassen wurde. Also weil sie keinen Ansprechpartner im Parlament hatte, weil die großen Mieterorganisationen zum größten Teil nicht in der Lage waren, die aktuellen Probleme, vor allen Dingen im kommunalen und sozialen Wohnungsbau, adäquat zu beantworten, weil sie sozusagen mit ihrer Orientierung auf Rechtsberatung und eine gute Rechtsberatung auch häufig anbieten, sozusagen gar nicht in der Lage waren, die Verschiebung in der Wohnungskrise in der Stadt rechtzeitig zu antizipieren und dort Antworten bereitzuhalten. Und das heißt, sozusagen Bewegung ist dort entstanden, wo es ein politisches Vakuum gab. So, und das nutzen wir jetzt im Moment sehr, sehr stark. Und im Moment ist es so, dass rund um diesen Mietenvolksentscheid sowohl die Parteien als auch die großen sozusagen Mieter-Lobby-Gruppen
klar angefragt werden und sozusagen auch Unterstützung signalisieren. Und das ist sicher sozusagen ein gutes Zeichen, dass es so rum funktioniert. Ja, und dass es nicht so ist, dass die Parteien zu den Mieterinnen kommen und sagen, bitte wählt uns, wir sind die Partei der Mieterinnen. Ja, das machen die schon seit vielen Jahren. Und das wissen wir inzwischen, dass das eigentlich nicht so richtig stimmt. Aber wenn es jetzt Parteien gibt, die sagen, wir sind die Partei, die den Mietenvolksentscheid mit unterstützt, dann sind wir sicher sehr froh. Und das ist auch für die Parteien von Vorteil, glaube ich. Wir wissen natürlich alle nicht, wie das mit dem Mietenvolksentscheid überhaupt weitergehen wird. Ich denke, es gibt bestimmt berechtigte Kritik an vielen Punkten. Und ich finde aber einfach, die Debatte nochmal neu aufzumachen. Wer wollte vor 5 oder 10 Jahren überhaupt über sowas wie sozialen Wohnungsbau diskutieren oder reden? Niemand, weil es mit Korruption verbunden war in Westdeutschland zumindest, ist das, was wir als Westberliner irgendwie uns erinnern. Und ich finde, alleine dafür habt ihr schon mal ganz viel vorgelegt. Und wenn diese Debatte sich verbreitert und wenn wir sehen, es gibt Unterschiede in den Kommunen und Bundesländern, und sie müssen ja nicht alle gleich aussehen, ja, diese Wohnungsbaugesellschaften, aber überhaupt nochmal auf die Idee zu kommen, neue Erfahrungen zu sammeln, vor allen Dingen vor dieser akademischen, doch eher akademischen Debatte auch der Commons. Wir wollen ja das Öffentliche stärken. Wir wissen aber genau, dass wir diese staatlichen, kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, so wie sie jetzt funktioniert haben, nicht mehr haben wollen. Also ist es doch gut, mal eine neue Debatte zu starten. Wie die dann am Ende aussehen wissen wir, glaube ich, die wir hier vorne sitzen, auch nicht. Tashi, möchtest du noch mal was konkret zum Mietenvolksentscheid sagen? Sonst würde ich sagen, lasst uns mal weggehen von dieser doch erstmal Berliner Debatte. Vielleicht gibt es ja Anregungen. Und noch mal zu der Frage kommen der Politisierungsprozesse, die ich wichtig finde. Es gab natürlich auch noch andere Fragen in Bezug auf, ob jetzt nicht zum Beispiel die ganze Wohnungsdebatte und dadurch, dass so viel gebaut wird, auch die ganzen Auseinandersetzungen, die auch sonst noch für städtische Entwicklung wichtig sind, wie öffentlicher Raum, Grünflächen, ob das nicht auch ein Stück weit verdrängt wird. Ich denke aber auch da sind wahrscheinlich die Situationen in den einzelnen Städten total unterschiedlich. Ich würde für Berlin ganz kurz deine Frage beantworten, dass die Debatte um den öffentlichen Raum in gewisser Weise nicht mehr in der Form stattfindet, wie sie vielleicht in den 90er Jahren stattgefunden hat. Es gibt die Diskussion um die großen Plätze, also natürlich, aber ich glaube, in den sozialen Bewegungen, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, eher in den sozialen Bewegungen ist es nicht mehr so ein großes Thema, es ist eher ein Thema von Expertinnen, von Architekturkritikerinnen, von Stadtplanerinnen, wie jetzt was zum Beispiel am Alexanderplatz passieren soll. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich da jetzt neue Initiativen oder Massenbewegungen entwickeln, sondern dass es eher Expertengespräche sind. Ich würde gerne noch mal auf deine Frage, als Politikwissenschaftlerin interessiert mich das natürlich auch, was sind das eigentlich für Politisierungsprozesse, die jetzt auch ans Podium gestellt werden, vielleicht damit Peter auch noch mal ins Gespräch bringen. Was meinst du, wie würdest du diese Frage, sind es nachhaltige, was entsteht da, Selbstorganisierungsprozesse, Ermächtigungsprozesse, wie schätzt du das ein? Ja, es waren jetzt ja 20 Fragen zu ganz verschiedenen Punkten, aber wenn ich jetzt nur auf diese Frage antworten soll. Du darfst auch auf andere Fragen antworten. Dann würde ich sagen, es kommt darauf an, auf welchem Feld man da argumentiert oder auf welchem Feld man, konkreten sozialen Feld man ist. Also ich denke, das, was jetzt auch der Schwerpunkt von Tashis und Andres Vortrag war, diese Mieter-Selbstorganisierungen, da würde ich sagen, wir haben damit ziemlich viel experimentiert in Hamburg auf unterschiedlichen Ebenen, auf der Kampagnenebene, auch auf der Ebene von konkreter Beratung, Unterstützung von Auseinandersetzungen von außen, aber auch sozusagen in der eigenen Subjektposition als Mieterin und Mieter. Ich glaube schon, dass das eine ganz zentrale Frage von Politisierungsprozessen ist, weil das eine Alltagsfrage ist. Und ich glaube, dass man lernt im Grunde genommen wesentlich mehr über Konflikte in der Arbeit vielleicht oder Konflikte um Wohnungen als in anderen politischen Feldern, die eher so diskursiv besetzt sind oder so. Also es wäre jetzt mal so eine Grundsatzposition. Wie kann man das aber umsetzen? Und da würde ich sagen, es gibt ein Problem schon, was die Kontinuität betrifft, von sozialen Bewegungen in diesem Bereich. Das liegt daran, dass ja Gentrifizierungsprozesse sind, soziale Neuzusammensetzungsprozesse. Das heißt, eine konkrete Erfahrung, an der ich das illustrieren kann, ist unsere Auseinandersetzung in Wilhelmsburg um die Sanierung der Weimarer Straße, die Teil des IBA-Projektes war. Naja, das war so, dass es eine Baumaßnahme war, die dieses ganze Viertel umgebaut hat, also ungefähr
800 Wohnungen mit 1500 Mieterinnen und Mietern. Am Anfang gab es sehr starke Auseinandersetzungen. Es gab auch große Erfolge im Grunde genommen, wenn es darum ging, bessere Bedingungen, Abfindungen, Umzugshilfen, Ersatzwohnungen auszuhandeln. Aber das Problem war halt, dass die Leute im Gegensatz zu dem, was natürlich die Saga als städtische Wohnungsbaugesellschaft, die das Ganze verantwortet hat, dazu zu sagen hatte, die Leute waren weg danach. Also das heißt, Gentrifizierungsprozesse sind eben insofern soziale Neuzusammensetzungsprozesse, als dass per se die Kontinuität dieser Menschen, die sich da politisch einmischen, so nicht gewährleistet ist. Und das ist ein Problem, das wir eigentlich noch nicht gelöst haben. Das zweite Problem hat André eigentlich angesprochen, nämlich das Ressourcenproblem. Also da, wo wir waren, handelt es sich jetzt auch immer um Viertel, das sind Leute, die haben keine Stimme in der Hamburger Öffentlichkeit, wurden im Grunde genommen ganz, ganz oft, ganz lange überhaupt nicht wahrgenommen. Es sei denn, es gibt halt vor Ort eine Messerstecherei oder so, dann wird das in der Zeitung berichtet. Die haben aufgrund ihrer Lebenssituation nicht die Ressourcen, permanent Politik zu machen. Und dass das mal geschieht, das ist ausnahmig eigentlich. Dann gibt es so einen Effekt, den es oft in nicht normierten Protesten gibt. Ich denke jetzt vor allen Dingen an das, was wir so im Corallusviertel gemacht haben. Am Anfang gibt es dann so eine Reaktion der Öffentlichkeit, oh, die können sprechen. Und es gibt großes Interesse, das ist auch so ein bisschen rassistisch, folkloristisch geprägt dann zum Teil, hat aber so einen Schub. So, ne? Aber das bedeutet nicht, dass die Leute sich auf Jahre hin politisch organisieren können, weil es einfach so viele andere soziale Probleme gibt, die sie im Grunde genommen davon abhalten. Das heißt nicht, dass es keinen Politisierungsprozess gibt, das heißt aber schon, dass der Politisierungsprozess, wenn dann in der Form verläuft, dass es immer wieder solche nicht normierten ungewöhnlichen Situationen gibt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Gentrifizierungssituation, um was weiter am Beispiel Wilhelmsburg festzumachen, weitergeht, dann werden wir im Zusammenhang mit der Olympia-Auseinandersetzung wieder Auseinandersetzungen bekommen, die ein ähnliches Niveau erreichen, vielleicht mit anderen Leuten, die sich aber in ähnlicher Weise beziehen, sodass man jetzt eigentlich Politisierung da gar nicht messen kann und schon gar nicht parteiförmig. Also das ist vielleicht auch die zweite Frage, auf die ich gerne vielleicht nochmal eingehen möchte. Also es ist den sozialen Bewegungen selbst, glaube ich, nicht so bruchstückhaft in Hamburg gelungen, solche Proteste zu politisieren, in einer Kontinuität zu bringen. Das heißt, es bleibt immer so eine eruptive Geschichte, in letzter Zeit verstärkt eben dadurch, dass es sich wirklich um Revolten im Grunde genommen handelt, um diese Auseinandersetzung, das Gefahrengebiet und so weiter. Und parteipolitisch wird mit anderen Registern gespielt. Und da müssen wir vielleicht zur Hamburger Situation noch sagen, also eine Grundlage, und das ist ähnlich wie in Berlin und vielleicht in vielen, vielen anderen Städten in Deutschland, alle Parteien, die im Parlament waren seit den 80er Jahren, waren immer für die unternehmerische Stadt, waren immer für neoliberalisierende Stadtpolitik, haben alle Projekte mitgetragen, einschließlich der Grünen, jedenfalls in der relevanten Durchsetzungsphase, von der Hafen City über die Elbphilharmonie bis zur IBA, und immer davon geredet, dass es ja ganz viel verbessern wird, und haben auch so eine aktivierende Stadt- und Sozialpolitik mitgetragen. Die einzige, das wird jetzt Heike freuen, was ich jetzt sage, aber es nützt uns leider in dem Zusammenhang auch nicht viel, die einzige Partei, die das in den letzten Jahren durchbrochen hat, dieses Schema, ist die Linke. Aber die Linke ist in Hamburg nicht in entscheidenden politischen Positionen. So, das heißt im Grunde genommen, das, was ich jetzt hier über stadtpolitische Initiativen in Hamburg gesagt habe, ist ähnlich wie in Berlin auf sich selbst angewiesen, und die Funktion, die du beschrieben hast für die Linke, also so zu vernetzen, Anfragen zu stellen, Wissen, Informationen zu beschaffen, ist eine sehr wichtige Position, ersetzt aber nicht diese Kontinuitätsfrage, weil es einfach verschiedene Register, die gespielt werden, sind, und natürlich ist die Linke auch viel mit Wahlkampf beschäftigt und so weiter, sodass sozusagen auf diesem Terrain auch für diese Frage nach Kontinuität nicht so besonders viel zu holen ist. Ich habe jetzt kein Konzept, wie man jetzt dieses Problem lösen könnte. Ihr schlagt jetzt den Volksentscheid vor. Es wäre sicherlich richtig zu sagen, in Hamburg könnte man mit der Saga, wäre ein Potenzial vielleicht für was Ähnliches. Es wäre auch richtig zu sagen, in Hamburg gab es einen erfolgreichen Volksentscheid, nämlich den für die Rekommunalisierung von Energieversorgungsnetzen, sehr spektakulär eigentlich,
Aber also ehrlich gesagt, also wenn ihr mich fragt, vielleicht, Britta, bin ich jetzt wieder zu skeptisch oder so, ich glaube, dass es trotzdem, dieses Kontinuitäts-, Verstetigungs- und Entwicklungsproblem, das in sozialen Protesten liegt, dass es trotzdem eine offene Frage ist, die man so, sagen wir mal, konzeptionell vielleicht gar nicht lösen kann, sondern die man eher experimentell lösen muss, indem man sich jetzt gar nicht sagt, also der Volksentscheid in Berlin oder, keine Ahnung, irgendwie die Anti-Olympia-Kampagne in Hamburg ist der goldene Weg, um dieses Problem zu lösen, sondern was man vielleicht eher sagen muss, ist, man experimentiert mit verschiedenen Sachen und im Rahmen dieser Experimente ergibt sich in der Summe gar nicht so sehr die Antwort, Kampagnenpolitik ist das Richtige oder Alltagspolitik ist das Richtige, sondern eigentlich ist das so ein dialogisches Verfahren, in dem man alle, und das finde ich an Kotti und Co. eigentlich fantastisch, in dem man alle möglichen Register eigentlich zieht und zwar auch erstmal ohne zu sagen, es gibt da so eine Hierarchie des Politischen, die man da einbauen müsste, von der Parteipolitik bis zur Alltagspolitik, auf der man dann jeweils höhere Entwicklungsstufen erreichen muss, sondern eigentlich alles zählt da und ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich zu dieser Kontinuitätsfrage jetzt produktiv im Moment beitragen könnte. Ja. Ich würde gerne nochmal, weil es immer wieder auftaucht, auch darüber nochmal kurz nachdenken, bis wir dann auch vielleicht auch diese Veranstaltung beschließen mit noch vielleicht ein paar praktischen Hinweisen, wo wir Diskussionen weiterführen können. Es gab von deiner Seite, und das begegnet mir auch immer wieder, die Frage des Austausches zum Beispiel zwischen diesen Städten, du hast es irgendwie angesprochen für die Linke und auch zwischen Berlin und Hamburg. Wo sind die Orte oder wo können wir irgendwie Austausche stattfinden lassen, auch vielleicht gerade zu diesen Fragen, die du aufgeworfen hast? Was ist eigentlich mit diesen mittleren Städten, die vielleicht keine Universität haben? Ja? Universitätsstädte sind ja nochmal auch Orte, wo viele zusammenkommen, viele junge Leute zusammenkommen. Die Zeit und Ressourcen, Zeit- und Ressourcenfrage tauchte hier auf. Gibt es irgendeine, der Gesprächskreis der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat sich das so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, sich nicht nur in Berlin und Hamburg zu treffen, sondern auch mal nach Suhl zu fahren. Aber was würdet ihr auf, das fände ich schon nochmal gut, auf diese Frage, die ja sicherlich auch viele umtreibt, auch innerhalb der Partei, die Linken, die ja nicht alle hier in Berlin und in Hamburg sitzen, was würdet ihr darauf sagen? Gibt es da Ideen, Austausch, Lernen voneinander, von Auseinandersetzung? Nochmal an alle hier oben auf dem Podium. Ich glaube, dass wir da wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil wir halt doch ein bisschen sehr großstadtzentriert sind. Ich bekomme mit, dass es innerhalb der Partei in den Kommunen eben teilweise sehr aktive Menschen gibt, die natürlich auch nur ihr Wissen jeweils weitergeben können. Ich will mir eher sowas vorstellen, was du gerade angesprochen hast, was die Rosa-Luxemburg-Stiftung macht und auch andere, dass du suchen musst, auch erstmal in Landkreisen, um erstmal Informationsgeschichten zu machen. Also über was reden wir hier eigentlich? Und ist es wirklich so toll? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in Landkreisen und auch in kleineren Städten noch günstige Mieten hast. Ich glaube, die Entwicklung ist mittlerweile bundesweit, sodass überall die Mieten steigen und die Einkommen und die Arbeitsverhältnisse ja gerade in den kleineren Städten und an den Landkreisen ja erst recht nicht mehr gut sind. Aber ich wäre es hier sehr anmaßend, wenn ich jetzt versuchen würde, was zu sagen. Ich komme zwar vom Land aus einem Minidorf mit 400 Seelen, aber ich habe da irgendwie keine Kontakte mehr. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie die sich da vernetzt. Ich kriege nur mit, dass es da politisch ganz andere Organisationen gibt. Die haben ganz viele Wählerinnengemeinschaften, was wahrscheinlich in den einzelnen Orten gut ist, aber wo dir auch mal ein bisschen dann die Verknüpfung fehlt zu dem größeren Überblick, was kann ich landesweit, was kann ich auf Bundesebene bewegen? Ich werde ja immer relativ häufig auch von, ich weiß jetzt nicht, wo die Grenze zur kleineren Stadt ist, also in Städte eingeladen, die mir kleiner erscheinen als Berlin und Hamburg. Und wir reden dann sozusagen über verschiedene Probleme oder ich halte so meinen Standardvortrag zur Gentrification und versuche dann zu beschreiben, dass es mir aber nicht darum geht, dass es sozusagen ein, weiß nicht, so ein Großstadtphänomen ist, sondern dass wir eigentlich am Ende mal gemeinsam lernen, wie Immobilienmarkt funktioniert, wie Politik funktioniert, wie eine Politik, die vor allen Dingen auf wirtschaftlichen Output orientiert und dadurch soziale Perspektiven immer weiter in den Hintergrund stecken. Und das heißt, wir versuchen dann immer relativ bald zu verallgemeinerbaren Entwicklungslinien unserer Gesellschaft zu kommen. Und das Rückübersetzen dann in eine lokale Praxis, glaube ich, ist sozusagen, also wär das Dämlichste, was,
was wir jetzt hier machen können. Also dass wir sozusagen Räte, also Rat geben, wie das in kleineren Städten oder irgendwo läuft. Und was es aber gibt, ist, glaube ich, dieses Interesse, eine Übersetzungsarbeit zu leisten. Was ist das Verallgemeinerungsfähige von dem, was wir vielleicht in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt oder sonst wo erleben? Und dann gibt es, glaube ich, schon so ein paar Prinzipien, dass man sagt, Bewegung, ob die jetzt auf der Straße oder sozusagen durch Debatten in kleineren Städten ausgelöst wird, kann einen Impuls geben, um politische Entscheidungen zu verändern. Also das ist ja so eine Erkenntnis, die wir alle drei jetzt gebracht haben, dass es einen Impuls zu einer veränderten Stadtpolitik gibt, die nicht aus dem parlamentarischen, nicht aus dem sozusagen zu erwartenden Kreis der Expertin oder Politikerin kommt, die darüber zu entscheiden haben. So, das ist was, ohne dass ich die Themen kenne, mit denen das in Bad Gersheim, Bad Hersfeld, da habe ich nicht mal das verstanden, ne? Also wie das in Bad Hersfeld sozusagen umgesetzt werden kann. So eine andere Aspekt war, dass wir sozusagen wahrscheinlich in allen städtischen Kontexten die Rolle von Immobilienkapital sozusagen immer, also eigentlich stoßen wir immer wieder daran, also entweder wollen die sehr viel Geld verdienen und geben spekulative Geld, also Preise, Geld, spekulativ hohes Geld aus für die Grundstücke, die sich dann in Ertragserwartung umsetzen, oder aber sie entscheiden, das ist eine Entwicklungsregion, wo man kein Geld verdienen kann und jetzt investieren wir hier aber auch nicht mal in die Reparatur. Ja, das, was wir ja aus vielen schrumpfenden Städten über Jahre hinweg kennen, dass es im Prinzip einen Investitionsstreik der immobilienbesitzenden Klasse gibt, die sozusagen Häuser verrotten lassen, die nicht mehr neu vermieten, für die es billiger ist, das Haus einfach stehen zu lassen, als es, weiß nicht, abzusichern und so weiter. Ja. Und letztendlich ist es aber nur die andere Seite der Medaille, sozusagen wie man ökonomischen oder privatökonomischen Gewinn aus Immobilien und Wohnungsversorgungssystem treibt. Und das heißt, das zu thematisieren und zu sagen, wir wollen nicht, dass irgendein Privater auf unseren Wohnkosten, ja, entweder in der Qualität oder in dem hohen Preis, Geld macht, und wollen diese Verhältnisse verändern. Das funktioniert, glaube ich, in fast allen Kontexten. So, also also auf so eine Art und Weise würde ich, glaube ich, versuchen, weiß nicht, diese Berlin-Hamburg-Großstadt fixierten Debatten zu übertragen, also aufs politische System, aufs ökonomische System, und dann, weiß nicht, also vielleicht müssen wir dann alle mal nach Bad Hersfeld kommen, wenn du uns einlädst. So, ich habe jetzt auf die Uhr geguckt und ich glaube, das war jetzt auch vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Wir haben ganz viele Sachen nicht beantworten können. Tashi, du noch? Okay, Tashi kommt noch? Nein. Ich würde mich jetzt erstmal gerne bei Heike, André, Tashi und Peter bedanken, dass sie an so einem schönen Samstagnachmittag hier waren. Ich würde mich erstmal auch an euch, möchte mich auch bei euch bedanken, dass ihr so geduldig wart und hier geblieben seid. Ich finde, es gibt noch zwei Sachen, auf die ich kurz hinweisen möchte. Ich finde, dieser ganze Punkt des Organizing, wer sich inspirieren lassen will, der vielleicht nicht inspiriert genug war von unseren Diskussionen heute, sollte sich unbedingt den von der Stiftung mitfinanzierten Film 7 Tage bei der PA angucken, der auch hier läuft und in den nächsten Tagen laufen wird. Und das sind wirklich großartige, finde ich, inspirierende Bilder und Erfahrungen aus Spanien, wie Selbstorganisierung von Hypothekenbetroffenen aussehen kann und wie daraus eine große Bewegung geworden ist. Und, ne, und Podemos sieht ja, wissen wir nicht, wie die Wahlen ausgehen werden, aber baut auch zum Teil auf diesen Erfahrungen aus. Den kann man im Netz sich auch anschauen. Es wird jetzt aber auch Veranstaltungen geben mit den Filmen in verschiedenen Städten. Und es wird Ende September ein Kongress geben, auch wieder in Hamburg, und zwar am 25., 26., 9. von einem Netzwerk Miete und Wohnen, das meines Wissens neu ist, wo auch, glaube ich, was ich sehr toll finde, nicht nur fachpolitische Fragen, die auch besprochen werden, sondern aber auch die Frage des Organisierens, der Selbstermächtigung, der Mieterinitiativen, und vielleicht ist das ja ein guter Ort für Leute, die schon aktiv sind, aber die auch weiter diskutieren wollen, wo wir uns wieder treffen könnten und weiter diskutieren können, wie es denn vorwärts gehen kann. Vielen Dank und noch einen schönen Samstagnachmittag und Abend. Ciao.